Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Dezembertermin unseres humanistischen Salons. Heute im Format Casino der forschen Rede zum Thema Gentechnik. Ist es eigentlich angemessen, an einem zweiten Advent über ein Thema des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu sprechen? Hätten wir nicht besser das Verhältnis von Weihnachten und Wintersonnenwende oder die Erfindung des Adventskranzes im 19. Jahrhundert behandeln sollen? Nein, hätten wir nicht. Denn zum einen schreitet die Wissenschaft unablässig und zwar ganzjährig voran und zum anderen kommen dabei manchmal Dinge früher an, als sie bestellt wurden. Advent heißt ja Ankunft. So hatte wohl kaum jemand darauf gewartet, dass ein Forscher in Nürnbergs chinesischer Partnerstadt Shenzhen an den durch künstliche Befruchtung entstandenen Embryos von Zwillingen mittels Genschere das Gen für den Zellrezeptor CCR5 inaktiviert. Die beiden Mädchen Lulu und Nana sollen dadurch vor dem HI-Virus, also vor HIV, geschützt sein. Das war der vorgebliche Sinn dieser Genmanipulation, die immerhin einen Eingriff in die Keimbahn beim Menschen und somit einen erheblichen Tabubruch darstellt. Vielleicht war der Sinn auch nur, der weltweit Erste zu sein. Selbst in China macht man sich damit nicht unbedingt beliebt, jedenfalls dann nicht, wenn die Aktion nicht mit der Obrigkeit abgesprochen war. Von diesem aktuellen Wissenschaftsskandal des Jahres 2018 wussten wir bei der Programmplanung noch nichts, wie wir übrigens auch nicht wussten, dass uns kurzfristig heute dieser schöne große Saal zur Verfügung steht, aber es trifft sich ja gut. Aber dass die Genschere ein spannendes Thema ist, das wussten wir natürlich. Und es entspricht dem Anspruch von Cortices, dem Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs, das ja diesen humanistischen Salon veranstaltet, dass vor der ethischen Debatte und bevor man ahnungslos moralisiert oder polemisiert, erst einmal das Faktenwissen vermittelt wird, ohne dass man in der Neuzeit untergeht. Was also muss man wissen, um CRISPR-Cas9 zu verstehen? Das erklärt uns heute Dr. Franz Klebel. Guten Morgen, Franz. Wo steckt er denn? Hier, hallo. Franz Klebel ist Molekularbiologe, genauer wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für molekulare Pflanzenphysiologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Arbeitsgebiet umfasst unter anderem die Regulation von Vitamintransportern am Beispiel der Bäckerhefe. Er forscht also nicht am Menschen. Franz ist ja auch Biologe, nicht Mediziner. Er gehört zu unserem Kernteam bei Cortices, ist von Anfang an dabei und ich darf sagen, die Kommunikation von Menschen, deren Alltag von Wissenschaft geprägt ist, mit solchen, bei denen das nicht der Fall ist, ist dir ein besonderes Anliegen. Davon zeugen Vorträge bei der Langen Nacht der Wissenschaften oder auf der Nürnberger Sternwarte. In unserem Großraum ist Franz Klebel außerdem noch aktiv als stellvertretender Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit in Fürth. Beim BFG, dieser BFG ist ein Weltanschauungsverband für nicht-religiöse Menschen und steht in der Tradition der europäischen Aufklärung. Mitglied ist Franz Klebel außerdem aktives Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP, außerdem Fördermitglied der Giordano-Bruno-Stiftung, also vielfältig engagiert. Ja, nun zum Vortrag. Wir hören den Vortrag bis zur Pause. Die Pause muss heute etwas kürzer ausfallen, weil der Raum tatsächlich um 13.40 Uhr schon geräumt sein muss. Das heißt, die Diskussion wird um 13.30 Uhr enden müssen. Der Titel des Vortrags lautet Erbgut nach Maß, die Genschere CRISPR-Cas, was sie kann und wie sie funktioniert. Franz Klebel. Ja, vielen Dank, Helmut, für die nette, freundliche Einführung und guten Tag an all die vielen Leute, die heute hier gekommen sind, um den Vortrag zu hören. Wie der Helmut bereits erwähnt hat, war der Vortrag ja konzipiert schon im Sommer und nicht geplant, dass es so ein aktuelles Ereignis jetzt gibt mit diesen Zwillingen, die in China geboren wurden.
Im Grunde sollte es eigentlich eine Stellungnahme sein zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Genschere und der Einordnung als gentechnisch veränderte Organismen von solchen Organismen, die damit behandelt wurden. Das Konzept war aber, wie der Helmut schon angedeutet hat, dass es nicht darum geht, Ihnen wieder neue Fakten und Details vorzustellen, was man alles machen kann, sondern Ihnen zu zeigen, was die Genschere eigentlich macht. Denn im Normalfall spricht man immer nur von den Auswirkungen von den Pflanzen, die hergestellt wurden. Und dann gibt es unterschiedliche Lager. Die einen sagen, das ist ganz schlimm, da wird viel verändert. Die anderen sagen, das macht überhaupt nichts, kein Problem. Was ich in den nächsten Minuten mit Ihnen machen möchte, in der nächsten knappen Stunde, ich möchte Ihnen erklären, was die Genschere eigentlich ist und wie sie funktioniert. Dazu müssen wir auf die molekularen Grundlagen natürlich gehen. Wenn es um Gene geht, dann geht es natürlich um die Erbsubstanz. Ich werde im Folgenden versuchen, alles Wissenschaftssprech möglichst zu vermeiden. Es gibt natürlich ein paar Ausdrücke, die ich immer wieder verwenden werde, aber die sind im Alltagsgebrauch mittlerweile so infestiert, dass es kein Problem sein sollte, dem zu folgen. Zum Beispiel, dass es hier sich um DNA handelt, also Desoxyribonukleinsäure, der englische Ausdruck Desoxyribonucleic Acid, deshalb der Name DNA. Im Deutschen würde man DNS sagen, ich verwende lieber DNA, weil DNS muss ich immer erst umdenken. Im Labor spricht man immer noch von DNA. Diese DNA beinhaltet also die Erbinformation. Die DNA besteht im Prinzip aus einer langen Kette von vier unterschiedlichen Buchstaben, vier verschiedenen organischen Molekülen, die in ihrer Abfolge letztlich die gesamte Information des Organismus beinhalten. Das hier sind die vier Buchstaben, wie die chemisch ausschauen, müssen Sie nicht wissen. Das hier ist diese berühmte Doppelhelix der DNA. Hier sind immer gegenüberliegend zwei von diesen Buchstaben, die hier paaren und dann zu dieser Doppelhelix führen. Hier haben wir ein Molekül, das heißt RNA, das ist eine sehr verwandte Nukleinsäure, die in ihrem Aufbau für Sie ebenfalls nicht relevant ist. Die ist dafür zuständig, diese Information, die hier gespeichert ist, letztlich umzusetzen in Struktur. Wenn wir von der DNA und der Erbsubstanz sprechen, die bei uns höheren Lebewesen in einem Kern geschützt wird, dann ist es natürlich so, dass diese Kerne sich teilen müssen, wenn sich die Zelle teilt. Die Erbinformation muss weitergegeben werden. Wenn Sie aus einer Zelle zwei werden, brauchen Sie die identische Erbinformation ein zweites Mal. Dazu wird dieser Vorgang hier initiiert. Und Sie sehen, dass hier aus einer Doppelspirale, die wird hier geöffnet und dann wird hier eine zweite jeweils ansynthetisiert, wobei die gegenüberliegenden immer wieder sich auf die richtige Weise paaren. Diese Vermittlung, diese Verdopplung des Erbguts ist relativ fehlerfrei, allerdings ist bei der Entstehung von Gameten, also von Ei- und Samenzelle, kommt es von der Natur gewollt zu einem seltsamen Vorgang. Dort lagern sich nämlich die Chromosomen zusammen und tauschen untereinander Erbgut aus. Wir sind ja sogenannte diploide Organismen, das heißt, wir haben zwei Chromosomen von jeder Sorte, ein Satz von der Mutter, 23, und 23 vom Vater, also insgesamt 46. Jetzt sind aber nur 23 unterschiedliche. Der vom Vater und das von der Mutter sind nicht identisch, logischerweise, aber sie sind sehr ähnlich. Und zwischen dem mütterlichen und väterlichen kommt es jetzt zu seltsamen Austauschen. Das heißt, die Natur, das ist kein Fehler der Natur, kein Unvermögen, sondern im Gegenteil, es ist ein komplex gesteuerter Vorgang. Die Natur möchte diese Flexibilität, die dadurch im Erbgut entsteht. Denn Flexibilität, werde ich gleich nochmal darauf eingehen, ist natürlich wichtig für das Weiterbestehen des Organismus. Der Mensch hat etwa 3 Milliarden solcher Bausteine, A, C, G, T, diese vier Bausteine. Und wenn Sie sich das als so eine Seite anschauen, dann würden Sie etwa 1,2 Millionen solcher Seiten brauchen, um diese gesamte Sequenz komplett abzubilden. Jetzt fragt sich natürlich, wenn wir einfach diese Buchstabenabfolge uns anschauen, wie kann es sein, dass dort sinnvolle Information irgendwie extrahiert wird und in Struktur umgesetzt werden kann. Diese sind organisiert, diese Strukturinformation ist organisiert in sogenannte Gene. So ein Gen besteht aus zwei Teilen. Das eine ist dieser Teil hier. Dieser Teil wird letztlich tatsächlich in Struktur umgesetzt. Er wird kopiert, abgelesen und in Struktur umgesetzt. Diese Teile beginnen immer bei uns höheren Lebewesen mit einem ATG und sie hören immer mit dem hier auf.
wenn einmal festgelegt ist, wo es losgeht, nämlich hier bei diesem ATG, dann wird immer in Dreier-Einheiten werden diese Buchstaben zusammengefasst und jede diese drei Buchstaben sind im Prinzip ein Wort. Wenn Sie sich vorstellen, die vier ATG sind jeweils die Buchstaben, dann sind diese Dreier-Einheiten die Worte, die dadurch entstehen, dass wir hier mit ATG anfangen, dann geht es hier weiter, in dem Fall, wenn Sie es lesen können, ATA, GTA und so weiter. Das heißt, wenn ich einmal angefangen habe, dann bin ich in einem bestimmten Raster und dieses Raster muss weitergeführt werden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo in diesem Raster ein solches Wort kommt und damit ist das Raster beendet, damit ist die in Struktur zu übersetzende Information beendet. Und in Struktur übersetzen bedeutet, dass die kryptische Information, die in der Abfolge der Basen kodiert ist, übersetzt wird in Aminosäuren, also eine andere chemische Bestandteil, und die Abfolge von vielen einzelnen Aminosäuren macht die Proteine, und die Proteine sind das, was uns letztlich ausmacht, was unsere Haare bestehen aus Proteinen, oder die Proteine, die dafür verantwortlich sind, dass der Stoffwechsel funktioniert, die Proteine, die dafür verantwortlich sind, dass die DNA reguliert wird, dass die DNA abgelesen wird, dass sie die ganzen unterschiedlichen Vorgänge in ihrem Körper steuern. Weil diese bestimmten Buchstaben hier Worte bilden, kann man jedes dieser Worte in eine bestimmte Aminosäure übersetzen. Nachdem es drei Positionen sind und jeweils vier Buchstaben dort stehen könnten, vier in der ersten, vier in der zweiten, vier in der dritten, gibt es insgesamt 64 Kombinationsmöglichkeiten. Und die sind hier in diesem genetischen Code nochmal gezeigt. Wenn Sie an der ersten Position zum Beispiel ein A haben, nehmen wir doch dieses ATG nochmal, und dann haben Sie vier weitere Möglichkeiten für die zweite Position. Dann haben wir hier ein T, A, T, und dann haben Sie hier ein G, dann haben Sie hier dieses ATG, das hier zu diesem Methionin führt. Da es nur 20 Aminosäuren gibt, die alle unsere Proteine, die aufgrund der unterschiedlichen Abfolge der Proteine entstehen, bilden, heißt es bei 64 Möglichkeiten, spricht man davon, dass der Code degeneriert ist. Das heißt, es gibt für manche Aminosäuren mehr als eine Möglichkeit, die zu bilden. Für manche gibt es nur eine, für andere gibt es mehrere. Und es gibt immerhin drei von solchen Worten, die heißen Ende, jetzt wird nicht weiter übersetzt. Hier oben haben Sie noch, um zu wissen, welches dieser ATGs, hier haben Sie ein weiteres ATG zum Beispiel, das ist aber nicht eines, das verwendet wird als Anfang. Um den Anfang zu definieren eines Gens, haben Sie hier in diesem oberen Bereich noch sogenannte Regulatorsequenzen, wir sprechen von Promotoren, die wiederum an- oder abgeschaltet werden, je nachdem, wann diese Gene gebraucht werden. Wir haben ja in jeder unserer Körperzelle das gesamte Erbgut, aber natürlich kann nicht in jeder unserer Körperzelle das gesamte Information abgelesen werden. Eine Leberzelle hat natürlich andere Informationen als eine Gehirnzelle oder eine Zelle in der Niere oder in anderen Geweben. Deshalb muss es reguliert werden. Manche dieser Gene werden nur während unserer Embryonalentwicklung angeschaltet und sind dann für immer ausgeschaltet. Und die anderen Zellen, die anderen Gene, die in bestimmten Stellen angeschaltet werden, werden durch Proteinfaktoren, die hier interagieren und dafür sorgen, dass das hier angeschaltet wird oder abgeschaltet wird, reguliert. Wenn Sie sich die Information, die im Zellkern liegt, als Bibliothek vorstellen und den Zellkern einfach als dieses Haus um diese vielen Bücher, also um die Bibliothek selber, und Sie gehen zum Beispiel in die Bibliothek und möchten gerne ein Rezept für einen Auflauf haben, dann gehen Sie in die Bibliothek, dann gehen Sie in die Kochbuchabteilung und dann gucken Sie nach, wo gibt es Aufläufe, und dann finden Sie vielleicht das Richtige, vielleicht wollen Sie einen Reisauflauf machen, und dann finden Sie das Rezept und dann stellen Sie sich, können Sie entweder haben Sie entweder die Möglichkeit, das auswendig zu lernen, oder Sie versuchen, diese Informationen mitzunehmen. Dann werden Sie hoffentlich nicht versuchen, das Buch aus der Bibliothek zu schmuggeln. Sie werden hoffentlich auch nicht die Seite rausreißen aus dem Buch, sondern Sie werden zum Kopierer gehen, haben die Kopie, gehen dann zurück, stellen das Buch wieder ins Regal und gehen dann mit der Kopie, die heißt hier mRNA, Sie gehen dann mit der Kopie nach Hause und zu Hause in Ihrer Küche, in Ihrem Ribosom, kochen Sie dann das zusammen aufgrund der einzelnen Angaben, die Sie hier haben, und dann kommt am Schluss vielleicht einen Reisauflauf zustande. Wenn Sie allerdings bei Ihrer Kopie ein Problem haben und es nicht lesen können, wenn der Kopierer ein Problem hatte und Sie lesen jetzt Maisauflauf zum Beispiel, dann kriegen Sie wahrscheinlich was anderes hinterher. Ja? Das kann im schlimmsten Fall zu schlimmen familiären Verwerfungen führen. Aber
Sie sehen, dass eine kleine Informationsänderung durchaus einen großen Effekt machen kann. Insbesondere, wenn es um diesen hier nochmal gezeigten Code dieser Dreier-Einheiten geht, den sogenannten Triplet-Code. Wenn Sie sich vorstellen, Sie beginnen irgendwo an einer festgelegten Stelle und greifen dann immer drei Einheiten ab, dann ist das hier mal ein Beispiel. Sie haben hier zum Beispiel diesen OMK, EM, UMO, PAU. Ich sage Ihnen wahrscheinlich jetzt relativ wenig an Informationen. Nehmen Sie wenig mit. Das hier ist aber im Prinzip die bereits in drei Einheiten übersetzte Struktur dieses noch nicht in drei Einheiten übersetzten Satzes, der eine Mutation durchgemacht hat, nämlich an dieser Stelle wurde hier ein A bei einem Fehler entfernt. Wenn Sie das hier jetzt mit den neuen Dreier-Einheiten übersetzen, dann kommt der Satz raus, Oma, geh mit mir zum Opa und hol uns ein Eis. Ein durchaus verständlicher Satz, den Sie hier oben wahrscheinlich nicht so ohne weiteres vermutet hätten, obwohl nur die Buchstaben nur um eines weiter verrückt sind. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel einen einzigen Buchstaben, das gleiche gilt natürlich für die Triplets, die Dreier-Einheiten in der DNA, wenn Sie einen einzigen Buchstaben verändern oder wegnehmen, dann haben Sie eine andere Information. Wenn Sie einen ändern oder einen dazufügen, kommen Sie in ein anderes Raster und die Information wird letztlich zumindest für die gewollte Struktur, nämlich das Protein, ist die Information dann falsch. Das hier soll Ihnen nochmal kurz einen Überblick geben über die Genomgrößen, die bei uns in der belebten Welt vorkommen auf der Erde. Sie haben hier ganz kleine von Bakterien, dann geht es über Pilze und Algen, Würmer. Hier sind wir dann schon bei den Insekten, hier haben wir die Säugetiere, hier haben wir Blütenpflanzen. Das hier zeigt, dass es bei den Blütenpflanzen zum Beispiel die größte Variation gibt. Es gibt einige, die geringe Genomgrößen haben und einige, die sehr hohe Genomgrößen haben, die also viel DNA haben. Der Mensch hat hier bei den Säugern etwa 3 Milliarden, Sie sehen es jetzt hier noch 9, 1 Milliarde, es ist logarithmisch, 1, 2, 3, 3 Milliarden etwa, wir liegen also hier in so einem Mittelbereich. Bei den Blütenpflanzen geht es auch schon mal um den Faktor 100 oder so höher. Der Punkt ist, dass wir jetzt denken könnten, aus diesem Grund haben die sehr viel mehr Gene. Das ist aber nicht richtig. Wir Menschen haben bei diesen 3 Milliarden Basen etwa 25.000 Gene, wahrscheinlich etwas weniger. Das zieht sich so durch, das ist so eine Pi mal Daumen Regel. 25.000 Gene haben Sie auch bei vielen Pflanzen, zum Beispiel unser Lieblingstierchen Arabidopsis hat auch 25.000 Gene und so weiter. Das heißt, die Anzahl der Gene ist relativ stabil, aber die Anzahl der Nukleotide, also der Informationen, ist unterschiedlich groß. Das kann nur bedeuten, dass viel von dieser Information gar nicht in Gene umgesetzt wird und gar nicht in Genen letztlich lokalisiert ist. Und das ist der Fall. Wenn Sie sich, das gilt jetzt hier wieder für den Menschen, wenn Sie sich das bei Menschen anschauen, dann kann man das Gesamtgenom unseres Menschen, alle 3 Milliarden Basen, wenn man sich die anguckt und analysiert, dann stellt man fest, dass man hier immer wieder so Wiederholungen hat. Immer wieder Strukturen, die immer wieder vorkommen und nochmal und welche dann umgekehrt vorkommen und welche, die woanders nochmal vorkommen. Sachen, die mit Genen nichts zu tun haben. Diejenigen Sequenzen, die dann hinterher tatsächlich in Struktur übersetzt werden, und also in Aminosäuren, die dann Proteine bilden, übersetzt werden, sind nur 2%. Nur 2% unseres Genoms besitzt Buchstaben und Worte, die hinter in Aminosäuren übersetzt werden. Jetzt kommen natürlich noch viele regulatorische Sequenzen dazu. Ich habe Ihnen ja gesagt, es muss einen Regulator geben, der das Ganze ansteuert. Diese regulatorischen Sequenzen machen vielleicht nochmal 8% aus, vielleicht etwas mehr, sodass man etwa sagen kann, dass 10, sagen wir mal 15% vielleicht wirklich genutzt werden für uns als Strukturmerkmale, die anderen nicht. Nochmal zur Zusammenfassung der molekularen Grundlagen. Die Codestruktur ist also so, dass kleinste Veränderungen zum Ausfall der Information führen könnten. Ja, denken Sie an die Oma und das Eis. Die Genomgröße ist zum größten Teil ungenutzt und, ich hatte es Ihnen ganz am Anfang erzählt, die Genomerhaltung ist nicht fehlerfrei. Das heißt, es werden bei der Verdopplung, insbesondere bei der Herstellung der Gameten, also der Ei- und Samenzellen, Fehler gemacht, bewusst, weil die Zelle das Genom zwischen Stabilität und Veränderung ausbalancieren muss. Wenn Sie ein Genom haben, das zu stabil ist, dann können Sie schwer auf Umwelteinflüsse reagieren. Nicht das Individuum selber, das hat von dieser Variation nichts, aber
innerhalb einer Art, innerhalb einer Population wird es welche geben, die sind zum Beispiel resistenter gegenüber Hitze. Die sind resistenter gegenüber Trockenheit. Und die werden sich dann durchsetzen, die haben bestimmte Fähigkeiten offenbar durch Zufall erworben und aus diesem Grund können die dann überleben. Wir alle sind natürlich ebenfalls Mutanten und unterschiedlich. Es gibt nicht das menschliche Genom logischerweise, sondern jeder von uns hat sein individuelles menschliches Genom. Wenn es nur eines gäbe, würden wir alle gleich ausschauen. Ja, wie eineiige Zwillinge. Wir würden nicht identisch ausschauen, weil die Umwelt natürlich auch Einfluss drauf hat, aber wir würden, wenn sich eineiige Zwillinge vorstellen, sehr ähnlich sein. Wir haben natürlich eine große Variationsbreite. Das ist deshalb wichtig, ich sage es voraus, weil bei CRISPR-Cas kleinste Veränderungen dazu führen, dass wir Ausfälle haben, weil wenn es darum geht, ob in das Genom irgendwas eingesetzt wird, wir daran denken müssen, dass da, wo es eingesetzt wird, es häufig in Strukturen eingesetzt wird, wo es nicht stört, wo es also den normalen Stoffwechsel nicht stört. Und wenn es darum geht, dass sich irgendwelche Gene verändern, müssen wir daran denken, dass das Genom sowieso flexibel ist. Sie dürfen sich so ein Genom niemals vorstellen als irgendwas in Stein gemeißeltes, als irgendetwas, das unveränderlich ist. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Strukturen, diese genetischen Strukturen sind im Laufe der Evolution so sehr innerhalb eines Organismus verändert worden und strukturell sich verdoppelt, vervielfacht, wieder verkleinert, umgeordnet. Das ist etwas sehr Flexibles. Und das ist gut so, weil die Evolution Flexibilität wünscht. Wenn wir jetzt um Pflanzentransformation uns bemühen, dann kann man sich natürlich erstmal die Ziele vor Augen führen. Das ist einfach, Ertragssteigerung zum Beispiel ist ein Ziel, Schädlingsresistenz, Trockenresistenz, Bodenverbesserung. Das sind alles Ziele, die man haben kann. Und dann ist die Frage, wie führen wir diese Ziele durch? Also was sind die Zielorte? Wo greifen wir in das Genom ein? Und das werden wir natürlich auf der Ebene der Gene machen. Und da wir bei Pflanzen, und auch wenn es um Tiere geht zum Beispiel, wenn wir bei Pflanzen Nachkommen haben wollen, dann möchten wir natürlich, dass die gleichen Eigenschaften haben wie die trockenresistente Mutterpflanze, die ich schon hatte. Also muss ich tatsächlich in das Erbgut der Eizelle oder des jungen Embryos eingreifen, damit bei der Verdopplung das Genom, das ich am Anfang verändert habe, auf alle Zellen weitergegeben wird. Wenn ich in einer erwachsenen Pflanze das Blatt zum Beispiel im Blatt einige Veränderungen durchführe, dann ist es vielleicht für das Blatt dieser Pflanze schön, aber die Nachkommen dieser Pflanze werden diese Veränderungen dann natürlich nicht widerspiegeln. Die finden sich dort nicht. Deshalb muss ich ganz am Anfang eingreifen. Wir machen das mit im Labor, bedienen wir uns eines natürlichen Organismus, das Agrobakterium. Dieses Agrobakterium hat hier ein eigenes Genom, wie Sie sehen, und es hat hier einen Teil des DNA, das nicht im Genom organisiert ist, sondern als so Ring vorliegt, wir sprechen von Plasmid. Das enthält hier eine Struktur, eine Information, das in die Pflanzenzelle eingebracht wird. Wenn ich vorher gesehen hätte, wie dieser Beamer drauf ist, hätte ich die Pflanzenzelle, die man hier außenrum sehen sollte, in einer anderen Farbe gemacht. Werde ich nächstes Mal machen. Das hier, was Sie hier sehen, ist der Kern der Pflanze. Hier außenrum haben Sie die Pflanzenzelle. Stellen Sie sich einfach so einen Kasten drumherum vor. Und Sie sehen, dass hier diese Information jetzt in das Genom der Pflanze eingebracht wurde. So schaut das aus, wenn Sie ein Agrobakterium befallene Pflanze anschauen. Diese Knollen hier sind von einem Baum, der heftig mit dem Agrobakterium befallen wurde. Die Idee von dem Agrobakterium ist, dass auf dieser Struktur hier Informationen liegen, die die Pflanze dazu anregen, einen Tumor zu bilden. Dieser Tumor umhüllt diese Bakterien und gleichzeitig bildet sie chemische Substanzen, die Pflanze, die die Bakterien füttern. Das ist die Pflanze natürlich, der Pflanze ist es nicht so recht, das ist also ein Parasit, aber er bringt die Pflanze im Normalfall auch nicht um, denn er möchte ja möglichst sein Leben lang und für die ganzen Nachkommen hier ein stabiles Auskommen haben. Wenn Sie dieses Einbringen ins Erbgut beobachten, dann stellen Sie fest, dass das nicht immer an der gleichen Stelle reinspringt. Sie sehen, es kann auch hier reingehen oder da, es kann an verschiedenen Stellen im Genom, das hier, wie Sie hier sehen, schon in Chromosomen organisiert ist, kann an verschiedene Stellen im Genom integrieren. Wir können das nicht vorhersehen. Wie verändern wir das jetzt als Pflanzenmolekularbiologen? Nun, wir bauen dieses Plasmid nach und tauschen diese Information, die für Tumor steht und für die Substanzen, die die Pflanze dann fressen soll, bauen die aus und fügen jetzt das ein, was wir gerne hätten. Zum Beispiel ein Gen, das Pflanzen dazu führt, trockenresistent zu werden. Dann tauschen wir das aus im Agrobakterium. Das Agrobakterium wird trotzdem das wiederum einbauen, entweder hier oder hier. Auch da kann man es nicht vorhersehen.
Und dann habe ich jetzt in der Pflanze nicht die Information, die zur Tumorbildung führt, sondern unter Umständen die Information, die dazu führt, ein Gen abzulesen, ein Protein, also eine Struktur daraus abzulesen und ein Protein zu bilden, das die Pflanzen dazu veranlasst, trockenresistent zu sein. Das hier ist zum Beispiel eine Pflanze, mit der wir arbeiten. Das ist Arabidopsis. Das hier ist ein handelsübliches Gummibärchen zum Größenvergleich. Das ist normalerweise natürlich nicht drin. Sie sehen hier die Blüten, die sehr klein sind. Sie können sich vorstellen, wenn es darum geht, diese Blüten zu bearbeiten und die einzelnen Blütenbestandteile voneinander zu trennen, was da bei uns unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Doktoranden und Doktorandinnen unter dem Mikroskop für Schwierigkeiten haben. Vor allem, weil sie das meistens an der lebenden Pflanze machen müssen. Das heißt, sie können den einfach abschneiden, sondern sie müssen das an der Pflanze präparieren. Aber es ist machbar. Wenn wir dann wissen wollen, wo das integriert ist, hier, weil wir es ja nicht vorherbestimmen können, wissen wir aber ja, was wir da reingegeben haben, und weil wir die Sequenz, also die Basenabfolge dessen kennen, was wir eingebracht haben, können wir über bestimmte molekularbiologische Techniken innerhalb einer Pflanze sehr schnell herausfinden, wo im Gesamtgenom von Arabidopsis das sitzt. Das Genom von Arabidopsis ist vollständig bekannt, alle Buchstaben sind aufgeklärt, durchsequenziert, sagt man, und wir können das dann bestimmen. Also wir wissen, ob das jetzt in irgendeinem Bereich gesprungen ist, der zum Beispiel ein anderes Gen durch Zufall stören würde, oder in einem Bereich, wo es möglicherweise in einem stillen genetischen Bereich sitzt, das keine Schaden verursacht. Was ist jetzt der Unterschied zu CRISPR-Cas? Das war ein bisschen die normale Gentechnologie, in Anführungszeichen, die klassische Gentechnologie, kann man heute sagen. CRISPR-Cas führt jetzt dazu, dass ich Änderungen an einer bestimmten, spezifischen Stelle durchführen kann. Ich bestimme die Stelle vorher. Das war zuvor nicht möglich. Ich springe irgendwo rein und ich gebe irgendwas rein. Jetzt kann ich die Stelle bestimmen. Und ich mache hier eine winzige Veränderung, und zwar mit Skalpell und Pinzette, nicht mehr mit einer Schrotflinte. Wie funktioniert das? CRISPR-Cas ist ein Akronym, also eine Abkürzung aus Buchstaben, die in dem Fall heißt Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Das heißt also zusammengeballte, mit gleichmäßigem Abstand versehene, kurze palindromische Wiederholungen. Ein Palindrom ist zum Beispiel Otto, das Sie von vorn und von hinten lesen können und das Gleiche herauskommt. Das ist ein Palindrom. Diese palindromischen Sequenzen sind einfach Basenabfolgen, die Sie von vorn und von hinten gleich lesen können. Das ist häufig in der Pflanzenzelle ein Signal für irgendwas. Und diese Interspace, die Sie hier sehen, das ist eigentlich das, um das es geht. Ich werde es Ihnen gleich erklären. Das heißt, CRISPR ist einfach nur die Beschreibung dessen, was wir finden. Das ist der Befund in Bakterienzellen. Cas ist die Abkürzung, ist die Zusammenfügung von CRISPR Associated. Also das hat mit CRISPR was zu tun. Das ist das Protein, das ist die Struktur, die gebraucht wird, das Enzym, das gebraucht wird, um das CRISPR funktionell umzusetzen. Das sind die beiden Wissenschaftlerinnen, die das CRISPR-Cas-System nicht erfunden haben natürlich, auch nicht entdeckt haben. Aber was sie entdeckt haben, ist die Bedeutung und was man damit anfangen kann in der Molekularbiologie. Wir haben vorne am Büchertisch von der Frau Daudner, die Jennifer Daudner, die an der UC Berkeley sitzt, ein Buch, bei dem sie sowohl die Entdeckung beschreibt, als auch was es kann, wenn Sie sich das angucken oder mal reinlesen möchten. Ich finde, es ist sehr spannend geschrieben, auch so wie halt das in Ihrem Alltag, wie sich das so vollzogen hat, diese Entdeckung. Die Emmanuel Charpentier sitzt am Max-Planck-Institut für Berlin. Es gibt dann noch einen genetischstämmigen Mitarbeiter am Massachusetts Institute of Technology, der hat dieses System erweitert um neue Möglichkeiten. Die drei kämpfen gerade die zusammen gegen ihn im Prinzip um die Patentrechte. Wer hat welches Patent und darf das machen? Für uns als Wissenschaftler ist es relativ irrelevant, weil uns patentrechtliche Fragen auch in dieser Dimension nicht interessiert. Das ist nur für die Industrie interessant, die wird zur Kasse gebeten. Ist auch richtig. Das hier ist der Ursprung, woher kommt CRISPR-Cas? Bakterien haben ebenfalls Krankheiten. Bakterien werden ebenfalls von Viren befallen, wie wir. Bei Bakterien heißen die Viren Bakteriophagen, also Bakterienfresser. Diese Bakterienfresser setzen sich auf die Zelle und spritzen ihr Erbgut in diese Zelle ein. So machen das die Viren mit unseren Zellen auch. Und dann ist in der Zelle, wird die normale Biochemie, die dort abläuft, erkennt es nicht, dass es eine fremde DNA ist oder eine fremde Erbsubstanz ist, liest die ab und es werden neue
Teile von diesem Phagen gebildet, das sind Proteine, und diese Erbsubstanz wird verdoppelt und wird wieder verpackt, und sie haben dann viele, viele, viele neue Phagen, die Zelle platzt und entlässt neue Bakteriophagen, die neue Pflanzenzellen, Bakterienzellen befallen, etc. Die Bakterien wehren sich dagegen, und eines dieser Systeme ist CRISPR. CRISPR-Cas ist im Prinzip ist dieses Cas-Protein hier, eines dieser vielen Cas-Proteine. Sie sehen ja schon CRISPR-Cas9, da gibt es noch andere natürlich. Eines von diesen CRISPR-Associated-Proteinen erkennt, wenn hier so eine Phagen-DNA reinkommt, und schneidet sich ein Stück von 20 Basen etwa aus, hier. Hier gibt es Erkennungssequenzen, es schneidet aus und verpackt dieses Stück in die DNA. Das hier ist das bakterielle Chromosom und setzt es dort rein. Dafür dienen diese palindromischen Sequenzen hier, diese grauen, die dienen dazu, dass dieses Enzym weiß, wo es die nächste reinpackt. Sie sehen, dieses Bakterium hatte schon mit diesem gelben und mit diesem hellgrünen Phagen Kontakt und hat sich im Prinzip einen Teil von dem rausgeknapst und als Information abgelegt. Und wenn jetzt das nächste Mal ein Bakteriophage dieses gleichen Typs kommt, dann steht wie bei uns irgendwelche Abwehrzellen, Immunzellen, die wir im Körper haben, wenn sie schon mal eine Infektion hatten und dann beim nächsten Mal die Infektion sehr viel schneller reagieren können, weil sie ja schon entsprechende Abwehrzellen gebildet haben, dann wird das von diesem Cas9 beispielsweise erkannt. Dieses Cas9 trägt dieses Teil als Erkennungssequenz, als Matrize praktisch, und sucht hier diese neue DNA ab, und wenn sie das findet, dann weiß sie, aha, das kommt von einem Phagen, bindet dort, und an dieser Stelle wird dieses Genom geschnitten. Ich zeige Ihnen das mal in einem kleinen hübschen Filmchen, wie das funktioniert. Sie sehen hier dieses Protein, so stellt man sich das etwa vor, dass es ausschaut. Und Sie sehen an dieser Stelle hier dieses blaue, das hier als Guide-RNA bezeichnet wird, was man nicht, oh sorry, hier dieses Blaue, das ist das Stück, das bereits vorlag. Dieses Rote ist ein Teil eines langen DNA-Schlauchs, der jetzt neu in die Zelle reinkommt von diesem Phagen. Und an der Stelle, wo das Blaue eine Homologie findet, wo also diese 20 Basen wiederkehren, dort wird dieses Protein dann Folgendes durchführen. Sie sehen, dass es jetzt hier das Blaue erkennt, das Rote, die sogenannte Guide-RNA, erkennt das Target, also da, wo es hin soll. Sie sehen, dass es jetzt erkennt, jetzt geht dieses Teil auf, das blaue Part mit dem Roten, und jetzt schnappt hier diese Domäne des Proteins um, und der Strang wird geschnitten, und damit ist diese Information im Prinzip beendet. Was jetzt in der Zelle passiert ist, dass das repariert werden kann. In der Bakterienzelle passiert das auch, aber eher selten. In normalen Zellen wird das häufiger passieren. Aber bei der Reparatur kommt es zu Fehlern. Sie sehen das hier nochmal. In dem Moment, wo das geschnitten wurde, ist die Aufgabe von CRISPR-Cas beendet. CRISPR-Cas ist nur ein System, das im Prinzip so ein GPS hat und an eine spezifische, genau vorher definierte Stelle eine Nuklease führt, also ein Schneideenzym, eine Schere, die dort, wenn diese Stelle erreicht ist, einen Schnitt macht. Das ist CRISPR-Cas, Ende, sonst nichts. Der Rest wird der Zelle selbst überlassen. Und bei uns, wenn das in unseren Zellen stattfindet, man kann dieses System, dieser Schere und dieses GPS-Systems in unsere Zellen reinbringen, auch in Pflanzenzellen oder in Tierzellen. Der Rest überlassen wir der Selbstheilung des Organismus. Denn dieser Schnitt hier wird von der Zelle natürlich sofort erkannt als ein katastrophales Problem, weil die Erbsubstanz hier plötzlich verändert wird. Und zwar geschnitten wird, und zwar komplett geschnitten wird. Beide Stränge sind mit einem Schlag durchgeschnitten. Das ist ein Katastrophenfall, das ist Hochalarm für die Zelle. Und die Zelle hat Abwehrsysteme, die das sofort erkennen, und sie versucht es zu reparieren. Allerdings wird bei der Reparierung, wird das Problem auftauchen, dass sie das nicht unbedingt basengenau durchführen kann. Es kann sein, dass da mal eine Base verloren geht oder dass zwei dazukommen. Ja, so wie wenn Sie, keine Ahnung, einen Riss in der Hose haben, dann können Sie den wahrscheinlich nur da noch reparieren, dass Sie den vielleicht das ausgefranste Teil ein bisschen wegschneiden und dann wieder zusammenstückeln. Dann haben Sie ein bisschen was verloren. Oder Sie legen irgendwas unter, dann haben Sie vielleicht ein bisschen zu viel dabei.
das kommt häufig vor. Und das führt dazu, denken Sie an die Oma und das Eis, dass Sie jetzt eine Rasterverschiebung haben und dass das, was dann hinterher, wenn es in einem Gen passiert, abgelesen und übersetzt wird, nicht mehr das ist, was eigentlich der ursprüngliche, das ursprüngliche Idee und das Ziel war. Man kann zusätzlich, damit werden wir uns aber nicht im Detail beschäftigen, man kann zusätzlich eine Matrize eingeben. Sie haben also hier diesen Schnitt und jetzt lässt man die Zelle nicht einfach fürs vor sich hin wursteln, sondern man fügt zusätzlich so eine Art Leseanweisung mit rein. Das wird bei der Zelle häufig, wenn Sie so ein freies Stück DNA zusätzlich haben, dann wird es häufig bei solchen Brüchen eingesetzt. Das heißt, Sie können auf diese Art und Weise auch Teile einsetzen. Was für uns aber wichtig ist, sind vor allem diese Teile hier, das, was normalerweise auch natürlich vorkommen könnte. Wir werden uns also im Folgenden mit dem hier beschäftigen. Wie verwenden wir jetzt dieses CRISPR-Cas-System? Nun, wir können zum Beispiel unser Agrobakterium wiederverwenden. Wir haben hier die Information schon ausgetauscht. Die Information ist hier bereits in ein Chromosom eingesetzt, also in die Pflanzenzelle, die hier außenrum ist, ins Genom der Pflanzenzelle. Dieses enthält die Information für dieses Cas9 und für diese Guide-RNA, also DNA, die eigentlich nur einzelsträngig ist, die also zur Erkennung führt. Das ist das GPS-System und das ist die Schere. Und das führt dazu, dass ich an einer bestimmten Stelle, dort wo, die, wo ich vorher möchte, eine Punktmutation stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das hinten sehen können, das kleine gelbe, das ist diese Mutation. Wenn Sie es nicht sehen können, ist es auch okay, weil die ist so klein, die sieht man eigentlich gar nicht. Das kann aber auch an zwei verschiedenen Stellen passieren, wenn diese Sequenz, diese 20 Basenpaar-Sequenz, diese Abfolge der Basenpaare mehrmals vorkommt. Ich werde nachher nochmal darauf eingehen, ob das durch Zufall passieren kann oder nicht. Das passiert aber bei uns Organismen immer, auch bei den Pflanzen, weil wir ja diploid sind. Wir haben ja ein Chromosom von der Vater und eins von der Mutter. Das Gen für eine Hitzeresistenz ist sowohl beim Vater und bei der Mutter. Das Gen für irgendeinen biochemischen Enzym, das zum Beispiel eine Substanz herstellt, die, auf die manche Leute allergisch liegen, reagieren, liegt sowohl auf dem mütterlichen als auch auf dem väterlichen Chromosom. Wenn Sie das jetzt beseitigen wollen, hatten Sie bisher schlechte Möglichkeiten oder nur sehr indirekte Möglichkeiten, das zu machen. Hier haben Sie ja zweimal die gleiche Stelle. Sie targeten also im Prinzip diese Stelle zweimal. Das heißt, Sie haben die Wirkung auf beiden Chromosomen, auf dem väterlichen und auf dem mütterlichen. Wenn Sie nur eines machen würden, haben Sie das Problem, dass das andere immer noch da ist. Sie müssen es bei beiden beseitigen und das können Sie in einem Schritt machen. Und dann wird das Ganze entfernt. Alles, was übrig bleibt, ist die Information für das CRISPR-Cas, die aber dann abgeschaltet werden kann, wenn man möchte, und die beiden Mutationen. Jetzt haben Sie aber hier diese Information auf irgendeinem Chromosom und Sie können durch klassische Kreuzung, können Sie auch das hier wieder rauskreuzen, indem Sie das kreuzen mit solchen Arten, die das nicht haben, diese Information. Und dann haben Sie im Prinzip das Teil hier ebenfalls entfernt. Was übrig bleibt, ist in einem Genom nur zwei winzig kleine Mutationen, sonst nichts. Nichts mehr von dem Werkzeug, nichts mehr von der genetischen Information, das für das Werkzeug wichtig war. Mittlerweile gibt es weitere Methoden, die etwas aufwendiger sind und nicht so gut funktionieren. Auch das hier, so, wie sich das so anhört, wir machen das, schütteln das zusammen und dann funktioniert das. So einfach geht das nicht. Die Frequenz ist nicht sehr hoch. Sie können nicht erwarten, dass Sie das bei jeder Zelle oder auch nur bei jeder zehnten Transformation finden. Da müssen wir schon ein bisschen reinstecken an Energie. Aber wenn man das dann hat und 100 solche einzelnen Individuen zu untersuchen, ist heutzutage kein großes Problem. Wenn man das dann mal gemacht hat, dann hat man einen großen Schritt in Richtung einer spezifischen Veränderung gemacht. Man kann nicht mehr eine Erbinformation dazu verwenden, um in der Zelle die Information zur Herstellung dieses Mechanismus zu verwirklichen, sondern man verpackt das bereits Hergestellte, das Protein und seine Guide-RNA. Und hier oben sehen Sie, das ist die Pflanzenzelle, die Sie nicht sehen. Dort verschmilzt dieses Nanopartikel, das ein Lipidtröpfchen sein kann, mit der Zellwand. Dabei löst sich's auf und es gibt diese fertige Maschine, die nicht in der Zelle hergestellt wird, sondern die schon fertig zusammengebaut in die Zelle geliefert wird, dort rein. Und diese Zelle macht jetzt diese Mutation. Und natürlich kann sie diese Mutation auch an einer zweiten Stelle machen, wie eben erwähnt. Und dann ist diese Maschine weg. Sie wird einfach abgebaut in der Zelle,
so wie jedes Protein, egal ob es von der Zelle selbst gemacht wird oder von woanders, nach einer gewissen Zeit abgebaut wird. Alle unsere Zellen, die Proteine in unseren Zellen sind nicht stabil. Die unterliegen einem Turnover, einem immer wieder Abbau und Neubau und Abbau und Neumachen und so weiter. Das wird abgebaut, weil aber keine neue Information hier irgendwo steht, ist es verschwunden. Diese Zelle unterscheidet sich in nichts von einer Zelle, bei der das durch Zufall an einer einzelnen Stelle aus der Oma Omk wurde, weil sie weder von der Maschine noch von der DNA eine Spur zurückkam. Die Frage ist, was können wir jetzt damit anstellen? Wenn Sie sich diese Regulationseinheit hier vorne und das Protein anschauen, dann entsteht hier draus, wie gesagt, diese Regulationseinheit ist dafür verantwortlich, das Gen abzulesen. Dieses Gen wird dann im Kochtopf-Ribosom aus einzelnen Aminosäuren zusammengebaut und bildet so eine Kette aus lauter Aminosäuren das Protein. Wenn ich jetzt dieses Protein aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, dann kann ich über CRISPR-Cas hier eine spezifische Mutation einführen. Ich mache aus Oma Omk und schon ändert sich der Triplet-Code. Das, was rauskommt, dieses Protein wird zwar noch zum Teil gemacht, aber nur bruchstückhaft, wird dann von der Zelle abgebaut. Die Zelle hat damit kein Problem. Die Zelle hat sowieso ständig irgendwelche Fehler, die sie wieder abbauen muss. Die Zelle hat ein sehr potentes Erkennungssystem, zu erkennen, was ist ein richtiges Protein und welches Protein gehört jetzt wieder mal abgebaut und recycelt. Das ist also kein Problem, so ein defektes Protein herzustellen. Aber das Protein wird dann auf jeden Fall nicht mehr funktionell sein. Oder ich habe bestimmte Proteine, die diese Regulatoreinheiten letztlich steuern. Auch die kann ich über CRISPR-Cas verändern. Dann habe ich kein Protein mehr und die Genfunktion wird ausfallen. Oder ich habe hier an dieser Stelle bei dieser Regulatoreinheit ändere ich das so, dass es jetzt zu einer verstärkten Ablesung dieser Regulatoreinheit kommt. Das heißt, dieses Protein wird hier nicht im normalen Maß, sondern in einem sehr viel stärkeren Ausmaß gemacht. Das hier ist ein Beispiel, das illustrieren soll. Dieses Beispiel ist jetzt bewusst nicht über CRISPR-Cas hergestellt, sondern mit der klassischen Gentechnologie. Zu dem Zeitpunkt, als das bereits hergestellt wurde, gab es noch gar keine Idee von CRISPR-Cas, was das sein soll. Was hier gemacht wurde, ist, dass ein fremdes Gen aus einer verwandten Art eingeführt wurde. Das hier ist Raps, Arabidopsis, unser Hauspflänzlein. Ist sehr verwandt mit Raps. Und dort wurde ein Protein eingeführt, das mit dem Salztransport zu tun hat. Wenn Sie die normale Pflanze anschauen, die als Wildtyp bezeichnet wird, und vergleichen die mit transformierten Pflanzen, die unterschiedlich stark dieses neue Gen hier übersetzen. Sie sehen, hier ist weniger stark, noch stärker, noch mehr. Das hier ist, zeigt im Prinzip die Menge der Proteine in den einzelnen Pflanzen, dann stellen Sie fest, je mehr Protein hergestellt wird, das hier heißt einfach X1, das ist halt der Klon X1, haben wir so bezeichnet, und OE heißt Overexpression, das heißt Überexpression, also verstärkte Expression, dann sehen Sie, dass der Wildtyp auf Salzböden fast nicht wächst, der hier wächst schon relativ gut und je mehr Sie haben, desto besser wächst der. Das wurde hier durch das Einführen eines neuen Gens gemacht. Man könnte das aber theoretisch auch dadurch machen, dass wir einfach die Regulatoreinheit des bereits im Raps vorkommenden Gens, das hat ein ganz gleiches Protein, dass wir dort eingreifen und dann was dann dazu führen kann, dass dieses Protein jetzt im Raps verstärkt gemacht wird. Und das führt dazu, dass Sie plötzlich salzresistente Sorten haben. Ein kleiner Eingriff mit einer Riesenwirkung. Man könnte auch manchmal so eine Situation vorfinden, die für Pflanzenwissenschaftler jetzt weniger interessant ist, aber für die Humanwissenschaftler. Wenn Sie sich so ein Protein, so ein Gen anschauen, das für die Proteinherstellung wichtig ist, dann haben Sie möglicherweise hier eine Mutation. Und was wir jetzt erstmals machen können, ist, dass wir um so eine defektes Gen zu kurieren, nicht ein komplett neues Gen einbringen müssen, was man auch machen kann, dann hat man halt das Defekte immer noch und irgendwo an unbekannter Stelle hat man ein Gen eingebracht, das dieses Gen ersetzen kann, das gesunde Gen plus dem Defekten. Wir können jetzt das Defekte an Ort und Stelle reparieren über CRISPR-Cas, indem wir hier einen Schnitt setzen, wir bieten dann eine kleine Matrize an und dann wird das wieder so durchgeführt, dass das Protein wieder abgelesen werden kann. Und wir haben auf diese Art und Weise zum Beispiel eine Erbkrankheit geheilt. Nochmal, das Wichtige ist, es gibt eine spezifische Bindung an einer Target-Sequenz. Der DNA-Strang wird anschließend geschnitten. Das ist das, was CRISPR-Cas macht. Das hier ist die Such- und Finde-Einheit. Das hier ist die Schneide-Einheit. Die hängen hier zusammen.
die beiden machen diese beiden Schritte. Die Reparatur des Strangbruchs führt die Zelle selbst durch, mit den beschriebenen Fehlern, die auftreten können. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zielsequenz bekannt sein muss, sonst kann ich ja nicht diese entsprechende Zielführung machen. Sie können Ihr GPS nicht auf irgendein Ziel einstellen, von dem Sie gar nicht wissen, wo das sein soll. Das heißt, man musste natürlich warten. Der CRISPR-Cas vor 30 Jahren wäre uninteressant gewesen, weil noch keiner die Organismen durchsequenzieren konnte. Mittlerweile haben wir so viele Organismen, die Gesamtsequenz, also die gesamte Buchstabenabfolge des Genoms, dass wir das wissen. Und zweitens ist es wichtig, dass wir die Veränderungen überprüfen können. Ich habe es Ihnen gesagt, nachdem wir die Sequenz wissen, können wir auch sehr schnell nachschauen, wo das denn integriert ist und vor allen Dingen, ob denn die gewünschte Veränderung auch eingetreten ist. Denn es ist nicht von vornherein gesagt. Es kann sein, dass Sie diesen Strangbruch reparieren und es entsteht halt nicht ein Basenpaar austauscht, sondern es entsteht eine Lücke von zwei oder es werden zusätzlich drei eingesetzt. Das sind alles Möglichkeiten, aber die kann man sehr schnell durch so eine Überprüfung dann abklären. Aber das ist eine notwendige Voraussetzung. Jetzt taucht die Frage auf, ob denn wirklich diese Spezifität hier von diesen 20 Basenabfolgen so groß ist, dass es nicht zu sogenannten Off-Targets kommt. Das ist ein Problem. Eine Mutation, die plötzlich ganz woanders stattfindet als dort, wo ich sie haben möchte. Das will ich natürlich nicht. Kann das passieren? Man kann sich das statistisch einfach überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu einer spezifischen Abfolge von 20 Basen, die einfach durch Zufall so auftritt. Sie haben an jeder Position 4 Möglichkeiten, Sie haben also 20 Positionen, 4 hoch 20, das ist eine Billion. Also die Wahrscheinlichkeit von der Abfolge genau dieser 20 Buchstaben ist 1 zu einer Billion. Das Erbgut des Menschen ist etwa 3 Milliarden, das vom Weizen ist etwa 16 Milliarden. Nicht, dass er deshalb mehr Gene hätte, wie gesagt, er hat einfach nur mehr DNA und hat mehr Junk, also DNA, die nicht benutzt wird, soweit wir das wissen. Aber nicht eine Billion. Aber, also man könnte sagen, wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber das ist die Theorie. Die Praxis schaut so aus, wenn man es überprüft, dass bei diesem Editing-Vorgang, bei diesem Editieren hier Fehler vorkommen. Offensichtlich werden jetzt Targets angesteuert, die nichts mit diesen 20 Basenpaaren zu tun haben, sondern dass auch nur 18 ausreichen oder vielleicht auch nur 16 oder vielleicht die Struktur der DNA sich irgendwo verändert hat in der lebenden Zelle. Das, was wir im Reagenzglas kochen, entspricht nicht unbedingt dem, was wir in der lebenden Zelle vorfinden. Und wenn man das überprüft, stellt man fest, dass wir hier Ungenauigkeiten haben. Und das heißt, dass trotz der statistischen Unwahrscheinlichkeit wir an Stellen, die entsprechen dann zwar nicht dieser 20 Basenpaare, die kommen tatsächlich statistisch nicht vor, aber an anderen Stellen, die wir gar nicht gedacht hatten, dass dort plötzlich 100 weitere Mutationen auftreten innerhalb einer Zelle. Es gibt welche, die sagen, das ist selten, bei manchen Organismen ist es mehr, das hängt immer auch vom Organismus ab. Aber, denken Sie daran, 90% etwa sind sowieso Bereiche, in denen dieser eingetretene Fehler nicht dazu führt, dass irgendwie eine Genfunktion beeinträchtigt wird. Und, ich greife jetzt vorweg, denken wir an die Bestrahlung. Ich komme gleich darauf zurück. Diese Bestrahlung ist ebenfalls ein Argument, dass der Einsatz bei CRISPR-Cas trotz solcher Off-Target-Mutationen bei Pflanzen irrelevant ist. Ein Beispiel. Ich möchte eine Pflanze mit erhöhter Schädlingsresistenz zum Beispiel haben. Dann zähle ich die Pflanzen aus, lasse die wachsen, konfrontiere sie mit dem Schädling und suche nach Individuen mit erhöhter Resistenz. Gut, soweit so gut. Aber wann finde ich so ein Individuum mit erhöhter Resistenz? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig so eine Mutante auftritt? Das heißt, die Mutation an dieser resistenzvermittelnden Stelle ist möglicherweise sehr selten. Und zwar nicht möglicherweise, sondern in der Tat sehr selten. Jetzt muss ich leider das hier aus der Hand legen. Wenn Sie sich vorstellen, dass das hier einfach mal so jetzt 50 Gene repräsentieren. Sie sehen hier 50 schwarze Kugeln, das sind normale Gene. Sie sehen an einer Stelle, sehen Sie ein grünes Teil, Sie sehen es wahrscheinlich. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte genau an dieser Stelle gezielt eine Mutation haben, weil ich weiß, dass diese Mutation dazu führt, dass zum Beispiel eine Pflanze schädlingsresistent ist. Das kann ich mit CRISPR-Cas machen. Nachdem ich das aber nicht unbedingt weiß, nachdem ich das nicht nachmachen kann, ist eine zufällige Mutation. Führt eine zufällige Mutation möglicherweise dazu,
Sie sehen das Gelbe hier, das ist die zufällige. Das ist irgendwo anders mutiert wird. Jedenfalls nicht da, wo ich es gerne hätte. Die Chance, dass es genau da ist, wo ich es gerne hätte, ist etwa 1 zu 50, ja, wenn es um diese Kugel hier geht. Das bedeutet, wenn ich das mit 20 Kugeln anschaue, dann ist die Chance 1 zu 50. Es muss halt statistisch 50 Mal, vielleicht auch 100 Mal, wenn ich Pech habe, vielleicht nur 3 Mal, wenn ich unheimliches Glück habe, dass durch Zufall genau die richtige Stelle getroffen wird. Arabidopsis hat ein sehr kleines Genom, unser Lieblingsobjekt. Es hat nur 125 Millionen Basenpaare im Gegensatz zu 3 Milliarden beim Menschen. Das heißt, die Mutationschance, einen spezifischen Buchstaben zu treffen, ist 1 zu 125 Millionen. Wenn jetzt mehrere Mutationen aber denselben Effekt haben, kann ja sein, dass in einem Gen, das relativ lang ist, auch 50 solcher Basenaustausche ebenfalls zum Ausfall führen. Wenn das so ist, kann man vielleicht auf 1 zu 2,5 Millionen runterkommen. Ich muss aber trotzdem möglicherweise 2,5 Millionen, vielleicht 5 Millionen Nachkommen untersuchen, statistisch. Wenn, das ist eine Aufnahme von einem unserer Gewächshäuser, da haben wir die Pflanzen, Sie sehen hier alles Arabidopsis in unterschiedlichen Wachstumszuständen, das sind große, die da hinten blühen, die hier blühen noch nicht, die sind noch ganz klein. Man kann zwei Pflanzen in einen so einen schwarzen Topf tun und dann haben Sie 50, 4x6 Töpfe in so einer Pflanzschale und dann, wenn Sie das ausrechnen, wie viel Platz Sie brauchen für 2,5 Millionen solcher Pflanzen, dann sind es etwa 75.000 Quadratmeter, das sind mehr als 10 Fußballfelder. Sie dürfen das natürlich im Freiland machen, denn Sie haben ja nichts gentechnisch verändert. Aber der Aufwand und die Masse ist natürlich enorm, ganz zu schweigen von den Fußballfans, die sich beschweren würden. Das heißt, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen die Mutationsrate erhöhen. Das heißt, ich muss sagen, okay, ich möchte mehr von diesen Veränderungen, was dazu führt, dass die Chance, dass das, das ich gerne verändert haben möchte, ebenfalls getroffen wird. Dann können Sie das natürlich machen, indem Sie das bestrahlen. Es gibt Bestrahlungseinrichtungen auch in Asien, auch bei uns. Was sie bestrahlen, sind natürlich vor allem die Samen oder ganze Pflanzen, die Samen tragen. Sie bestrahlen die mit hochradioaktiver Strahlung, mit Gammastrahlung oder mit Röntgenstrahlung. Sie können es auch mit UV-Strahlung machen. Oder es gibt auch chemische Substanzen, die dazu führen, dass sie Mutationen einführen. Diese Mutationen sind praktisch immer ein Doppelstrangbruch. Sie führen zufällig über Bestrahlung genau das ein, was in den CRISPR-Cas auch macht, nämlich einen Strangbruch. Diese Bestrahlung ist aber ungerichtet im Gesamtgenom. Sie wissen nicht, wo die Bestrahlung stattgefunden hat, wo ein Strahlenteilchen aufgetroffen ist. Und Sie wissen auch nicht, was das für eine Art von Mutation ist. Und Sie wissen auch nicht, wie viele das sind. Wenn Sie das nochmal vergleichen, das hier ist die Mutation, die ich gerne hätte. Das hier ist das, was bei einer Bestrahlung rauskommt. Sie haben ja also eine ganze Reihe von Mutationen. Natürlich ist es jetzt nicht, bei 50 Genen werden nicht ein Drittel mutiert sein, aber ich habe halt hier keine Möglichkeit, hier keine Ahnung, 120 Millionen Kugeln Ihnen zu zeigen, in der Auswirkung im Gesamtgenom zu demonstrieren. Es ist in der Frequenz übertrieben, aber letztlich ist das, was passiert. Und jetzt haben Sie das bestrahlt und Sie stellen fest, dass Sie trotzdem eigentlich an der Stelle, wo Sie die Mutation gerne gehabt hätten, die Mutation nicht haben. Sie haben jetzt hier ein Individuum, das offenbar überlebt hat. Viele werden sterben, weil manche Mutationen einfach tödlich sind. Sie wissen aber nicht, wie viele Mutationen sie haben. Sie wissen nicht, ob sie schädlicher sind oder weniger schädlich. Sie wissen nicht, in welchen Genen das passiert. Sie wissen nicht, ob die Pflanze irgendwelche Proteine jetzt verstärkt oder weniger verstärkt macht. Sie haben keine Ahnung. Sie können natürlich, wenn Sie Glück haben, bei einer weiteren Bestrahlung einen finden, der die Mutationen statistisch natürlich an ganz anderen Stellen hat als der hier, ja, wenn sich die beiden anschauen, der aber ebenfalls die richtige Mutation enthält wie ihr Strang. Nur hier haben sie diese Mutation einmal eingeführt, den Rest des Erbguts haben sie in Frieden gelassen. Hier sehen sie sehr viele verschiedene Mutationen, die sie nicht kennen. Sie wissen gar nicht, was es ist. Dennoch gibt es bislang etwa 3000 Sorten Gemüse, Obst und so weiter, 3000 Sorten, die durch solche Bestrahlung erzeugt wurden und die im Handel sind. Denn das ist nicht reglementiert. Sie dürfen die im Handel verkaufen, kein Problem. Hier sehen Sie mal ein paar Anwendungsbeispiele für CRISPR-Cas.
Trockenresistenz zum Beispiel durch CRISPR-Cas ist bereits erforscht. Hier haben Sie die erste genomeditierte Pflanze, die wurde geerntet. Sie sehen, es ist recht frisch. In den USA ist es gentechnikfrei. Das heißt, es ist kein GVO in den USA, weil sich's anders in den USA als bei uns, ich werde auf das EuGH-Urteil gleich eingehen, weil es sich dort nicht um Gentechnologie handelt. Die haben eine veränderte Fettsäureprofil. Das heißt, sie haben mehr Fettsäuren und vor allem gesündere Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren durch CRISPR-Cas. Sie sehen, das hier ist im Moment das, was passiert, die Anträge, die gestellt werden. Was ist, wird für industrielle Nutzung, Herbizidtoleranz, Krankheitsresistenz und so weiter, was wird an Anträgen gestellt? Dabei müssen Sie daran denken, Herbizidresistenz hat nichts zu tun mit Basta-Resistenz, das durch Einbringen fremder Gene, ja, Sie kennen diese Probleme mit Basta, Roundup und so weiter, das man verwendet, weil man fremde Gene in diese Pflanzen eingebracht hat. Ich persönlich kann man darüber diskutieren, ob das wirklich ein Problem darstellt. Nur selbst wenn es für manche ein Problem darstellen sollte, ist dieses Problem nicht mehr gegeben. Es geht nicht darum, fremde Gene reinzubringen, sondern es geht darum, die Pflanzen mit einer eigenen Herbizidresistenz oder Toleranz auszustatten, durch Veränderung mit der Genschere oder durch eine Krankheitsresistenz gegenüber Milben. Es geht nicht um irgendwelchen Mais, der irgendwelche Substanzen enthält, die irgendwelche Käfer zum Beispiel töten. Das hier ist nur eine Übersicht, Sie müssen nicht lesen können. Sie sehen hier überall CRISPR. Manchmal heißt hier Talen, das ist ein Vorfahre von CRISPR, ein umständlicher und nicht so genauer letztlich, aber es ist, könnte man auch über CRISPR hinschreiben. Hier haben Sie zum Beispiel bereits entwickelt, Projekt publiziert, Entwicklung, eine Erdnuss, die keine Allergene mehr hat, ein Leindotter mit höherem Ölgehalt, eine Wildhauresistenz und so weiter. Das sind Projekte, die im Moment, wie Sie sehen, in unterschiedlichen Stadien sind. Hier steht, ich zeige es ja extra mal, Projekt publiziert, Projekt publiziert, Projekt publiziert und so weiter. Oder Projekt. Das Wichtige ist, es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaftliche Arbeiten werden publiziert und diskutiert in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Beim Tier, um jetzt uns dem anzunähern, beim Tier schaut es so aus, dass Sie Malaria zum Beispiel bekämpfen könnten mit transgenen Anopheles-Stechmücken, Virusresistenz, Kühe, die nicht allergene Milch geben, Rinder, hornlose Sorten für bessere Tierhaltung. Ob man das braucht, muss man selber wissen, aber es ist ein Problem, wenn Sie Tiere, wenn Sie Rinder einfach in großen Herden zusammenhalten, dass sich die gegenseitig verletzen. Sie können entweder den Rindern die Hörner abschneiden, was für die nicht immer sehr glimpflich abgeht, oder sie züchten von vornherein hornlose. Beim Menschen gibt es natürlich die Muskeldystrophie, Huntington, Krebs, Sichelzellanomie, Mukoviszidose, HIV, Fettleibigkeit, alles solche Krankheiten, die einen Defekt haben, der durch die Genschere spezifisch kurierbar wäre am Ort des Defekts. Das hier ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli dieses Jahres. Die durch Mutagenese gewonnene Organismen sind genetisch veränderte Organismen und unterliegen grundsätzlich der in der GVO-Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen. Das ist das Urteil. Die Frage war, sind CRISPR-Cas erzeugte Pflanzen GVOs, also sogenannte transgene Pflanzen, wo Gene von einem Organismus in den anderen Organismus gebracht werden oder an unbekannter Stelle irgendwo im Genom abgesetzt werden? Die Antwort des Europäischen Gerichtshofs ist ja. Die Begründung ist, das hier ist bestimmt eine Beschreibung, warum das so sein muss, da durch die Verfahren und Methoden der Mutagenese eine auf natürliche Weise nicht mögliche Veränderung am genetischen Material vorgenommen wird. Das ist die Beschreibung eines GVO. Und die sagen, CRISPR-Cas fällt darunter. Auf eine natürliche Weise nicht mögliche Veränderung. Ich habe es Ihnen gerade gezeigt, dass durch reine Bestrahlung das auf natürliche Weise natürlich möglich ist. Allerdings ergibt sich aus der GVO-Richtlinie auch, dass sie nicht für die mit bestimmten Mutagenese-Verfahren, nämlich solchen, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen verwendet wurden und seit langem als sicher gelten, gewonnenen Organismen gilt. Das ist ein typisch deutscher Satz. Ja. Es heißt, die sagen, okay, wir nehmen aber all diejenigen Mutagenese-Verfahren aus, die herkömmlich seit langem als sicher gelten, sprich Bestrahlung. Sie dürfen bestrahlen, auf Teufel komm raus. Aber wenn Sie irgendwas machen, was einer Bestrahlung entspricht, dann ist es GVO und Sie dürfen es nicht machen. Das ist die Quintessenz. Hier steht,
die mit dem Einsatz dieser neuen Mutageneseverfahren verbundenen Risiken sind vergleichbar mit den bei der Erzeugung und Verbreitung von GVO im Wege der Transgenen auftretenden Risiken. Transgenese heißt in dem Fall, ich bringe Trans von einem Organismus in den anderen ein Gen ein. Diese Transgenese kann zum Beispiel dazu führen, denken wir wieder an diese, an den Raps mit der Salzresistenz, kann natürlich dazu führen, wenn ich von einem fremden Organismus das dort einbringe und ich lasse das dort, präge das dort aus, dann habe ich von einem fremden Organismus aufgrund von Transgenese einen Organismus erzeugt, der jetzt salzresistent ist. Natürlich kann ich das, oder könnte ich das wahrscheinlich durch CRISPR-Cas genauso machen. Also ja, der Satz stimmt. Aber er ist fast perfide, denn das ist ja nicht der Punkt. Es ist ja nicht der Punkt, dass ich damit etwas machen kann, was ich mit einer viel umfassenderen Methode auch machen kann. Der Punkt ist ja, ich kann es jetzt machen und die gleichen Ergebnisse erzielen, ohne dass ich eine Transgenese durchführe. Ja? Das heißt, man dreht hier das Argument im Prinzip um. Und dann kommt noch dazu, dass die Erzeugung solcher veränderten Sorten in einem ungleich größeren Tempo und Ausmaß jetzt plötzlich stattfinden kann. Was soll das heißen in einem ungleich größeren Tempo? Natürlich bin ich bei einer Pflanze, die ich mit CRISPR-Cas herstellen kann, vielleicht in 2 Jahren auf dem Markt, bei einer anderen, die ich suchen muss durch Mutation, durch zufällige vielleicht in 10, 15 Jahren. Aber nimmt die Gefährlichkeit einer vermuteten Gefahr mit der Zeit ab? Heißt das, wenn ich eine Gefahr habe und ich habe sie in 2 Jahren, dann ist sie schlimmer und in 10 Jahren ist sie nicht mehr so schlimm? Oder was soll das bedeuten, dieser Zeitfaktor? In Anbetracht dieser gemeinsamen Gefahren, also sowohl dieses umgedrehten Arguments als auch der Tatsache, dass Mutationen umso gefährlicher werden, je kürzeren Zeitpunkt sie auftreten, führt dazu, dass sie dem Vorsorgeprinzip folgen möchten, der EuGH, und deshalb sagt, solche CRISPR-Cas erzeugten Zellen müssen durch diese ganzen genetisch veränderten Organismen Beschränkungen erst durchlaufen und sind nicht natürlich herstellbar. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das Vorsorgeprinzip, ich möchte es ausdrücklich sagen, das Vorsorgeprinzip ist eines der wichtigsten Prinzipien, die wir haben. Natürlich sind wir darauf angewiesen und wir hoffen, dass der Staat das Vorsorgeprinzip anwendet und nicht wartet, bis irgendwas Schlimmes passiert, bevor irgendwas verhindert wird. Wir befinden uns hier halt in einem Zwiespalt zwischen Handeln und Unterlassen. Es kann sowohl das Handeln ein Problem sein, irgendwas herzustellen, von dem ich mir nicht sicher bin, dass es funktioniert und schädlich ist. Es kann auch das Unterlassen natürlich ethisch nicht gerechtfertigt sein, in dem Moment, wo Sie wissen, ich könnte helfen, ich könnte neue Pflanzen züchten, ich könnte Pflanzen mit einem höheren Vitamingehalt herstellen, die vielleicht in Asien bestimmten Leuten mit Vitaminmangel helfen und so weiter. Natürlich gibt es Bedenken und diese Bedenken müssen wir ernst nehmen. Und natürlich gibt es auch Ängste. Auch mit diesen Ängsten müssen wir umgehen. Wir können nicht einfach sagen, auch als Wissenschaftler, das ist doch, wieso hast du da Angst davor, das ist doch alles okay. Wir müssen versuchen, den Leuten die Angst und die Bedenken zu nehmen. Und natürlich gibt es auch Erwartungen, die möglicherweise übertrieben sind. Und natürlich gibt es Glaubensfragen, die geklärt werden müssen. Und es gibt Hoffnungen, die vielleicht übertrieben sind. Und es gibt die Frage nach der Ethik. Kann man es befürworten, dass man Tiere ohne Hörner züchtet, nur weil wir glauben, dass es gut ist? Welche ethischen Fragestellungen ergeben sich aus unserem Handeln und aus unserem Nichthandeln? Und natürlich geht es der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen. Ich will Sie hier nicht überreden. Ich versuche Sie zu überzeugen. Ich gebe Ihnen Fakten. Sie können die Fakten überall nachlesen. Wenn Sie dann auch mal auf eine Homepage von Greenpeace zum Beispiel gehen und sehen, wie dort Gentechnologie, Sie haben dann ein Feld, ein sogenanntes Versuchsfeld. Da sehen Sie Leute, die mit Gasmasken in Vollmontur sind und an diesen Pflanzen, an diesen Maispflanzen rumwerkeln. Das ist natürlich schiere Panikmache. Niemand, kein Mensch, nirgendwo geht mit einer Gasmaske aufs Feld, um irgendwelche gentechnisch veränderten Pflanzen zu untersuchen. Ja? Das sind zweifelhafte Methoden, um die Leute nicht zu informieren, sondern zu indoktrinieren. Und die Hoffnung wäre, dass wir auf Grundlage der Vernunft, und die Frage ist natürlich, was ist Vernunft? Vernunft kann nicht nur die schiere Ratio sein. Andererseits ist die Frage, ob Glaubensdogmen die Grundlage und die Prämissen für ein vernünftiges ethisches Handeln sein können.
Die Frage ist, ob Ängste die Grundlage sein können. Und Bedenkenträger, vielleicht haben die recht, aber darüber müssen wir diskutieren und wir müssen aufgrund von Faktenwissen und von unserer Erfahrung und von unserem gesunden Menschenverstand, der sich auch aus Erfahrung zusammensetzt und Wissen, letztlich das entscheiden und im Idealfall zu einem informierten Konsens kommen. Ich möchte den Rest noch kurz verwenden, ein paar Minuten, auf das, was in China passiert ist. Bevor ich zu China komme, komme ich zu Kanada. In Kanada schleusen Forscher schon vor einem Jahr eine Genschere, also entsprechenden Mechanismus in Menschen ein. Dieser Herr, der Brian Madeau, hat den Morbus Hunter. Das ist eine Krankheit, die bestimmte Stoffwechselprodukte nicht mehr abbauen kann. Das führt dazu, dass es zum Teil zu Gehirnschäden kommen kann, dass die Zellen größer werden, dass sie Herzinsuffizienz haben. Der Mann hier klagt über dauernde Schmerzen, die er hat. Die meisten dieser Leute erreichen die Volljährigkeit nicht. Es gibt 4 bis 5 Patienten im Jahr in der Bundesrepublik. Die Kurierung dieser Erbkrankheit könnte einfach dadurch entstehen, dass das defekte Gen an der Stelle im Körper repariert wird durch die Genschere. Dass die viele falsche Baseninformation verändert wird, zurückmutiert wird. Das hat man gemacht und Sie sehen hier ein Jahr später, Early Results from Human Gene Editing Trial show promise. Man stellt jetzt fest, nach einem Jahr, gut, es geht nicht von heute auf morgen, aber nach einem Jahr sind seine Werte besser, er fühlt sich besser und es zeigt sich, dass dieses Editieren tatsächlich Erfolg gezeigt hat. Was haben die gemacht? Sie haben im Prinzip, hier sollten Sie einen Menschen sehen, Sie sehen jetzt hier keinen Menschen, ich sage Ihnen, hier ist ein Mensch und hier ist eine Leber. Und was Sie gemacht haben, ist, Sie haben im Prinzip die Information, wie wir mit Agrobakterien, die Information für das Cas-Protein und für diese Guide-RNA, für diese spezifische GPS, für das Protein, das diese Krankheit verursacht, das kranke Protein, das die Krankheit verursacht, eingeführt und haben in der Leber das in einen Virus gegeben. Dieser Virus ist wiederum spezifisch für Leberzellen. Die Zellen unterscheiden sich an ihrer Oberfläche. Dieser Virus kann die Leberzellen von anderen Zellen unterscheiden und fügt diese Erbinformation in die Leberzellen ein, die bilden jetzt diese Genschere und haben offenbar an der richtigen Stelle die richtige Mutation eingeführt, das heißt, das Gen kuriert. Hier ist es so, dass Herr He über CRISPR-Cas AIDS-resistente Babys erzeugt haben will. Das ist das, was uns vor 2 Wochen alle aufgeschreckt hat, vermutlich mal alle, mich auf jeden Fall eingeschlossen. Die Frage ist, wo ist eigentlich die Überprüfbarkeit? Es gibt keine Publikation. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt. Alle Projekte, die in Pflanzen versucht werden durchzuführen, sind publiziert. Sie werden diskutiert, sie werden von Fachgremien diskutiert und besprochen. Hier ist nichts publiziert worden. Wir wissen gerade mal so aus Andeutungen, was er eigentlich gemacht haben will. Wir kennen die experimentellen Daten nicht, wir kennen diese Kinder nicht, wir kennen die Babys nicht, wir kennen die Babys nicht untersuchen. Das ist alles unwissenschaftlich. Und deshalb hat es mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Umso frustrierter bin ich als Wissenschaftler, dass so jemand die ganze Wissenschaft in Misskredit bringt, weil es heißt, schauen wir die Wissenschaftler, was die alles machen können. Nein, sie können es im Prinzip nicht. Das ist auch wissenschaftsethisch völlig verwerflich. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Bisher war es so, der Konsens, und dieser Konsens ist nicht einfach so ein amorphes Gebilde, das irgendwo rumschwebt, sondern dieser Konsens ist auch aufgeschrieben, ja, in verschiedenen Statements und auch in unterschiedlichen Gesetzen. Der Konsens war, dass das Individuum das Ziel ist, nicht deren Nachkommen, also nichts, was vererbt wird. Vor etwa einem Jahr gab es ein Interview mit der Jennifer Doudna, von der dieses Buch ist, und da wurde sie gefragt im amerikanischen Fernsehen, ob sie denn die Gefahr sehe, dass es auch an Menschen ausprobiert werden kann, die Genschere. Und da hat sie gesagt, natürlich besteht die Gefahr, weil es prinzipiell möglich ist. Wir haben es an Ratten und an Schweinen und überall schon gemacht. Aber, sagt sie, es wäre auf jeden Fall nicht durchführbar in den USA und in Europa und in einigen anderen Ländern, weil es dort verboten ist und allgemeinethisch ist es eigentlich überall nicht erlaubt. Das war vor einem Jahr ihr Statement. Und jetzt wird das über den Haufen geworfen. Und da stellen sich natürlich die Fragen, ist das ein Eingriff in die Keimbahn, ist das okay? Darf man das oder darf man das nicht? Was ist mit diesen Off-Targets-Veränderungen, mit den Veränderungen, die irgendwo anders stattfinden? Ich habe es Ihnen erzählt, bei Pflanzen ist es irrelevant. Bei Pflanzen habe ich sowieso alle möglichen verschiedenen Veränderungen. Und ich habe eine Pflanze hinterher als einzelnes Individuum und deren Nachkommen. Ob die jetzt einen zusätzlichen Defekt haben, ist für mich nicht so wichtig. Aber bei einem einzelnen Menschen, der das dann auch noch an den Nachkommen weitergibt, wenn da irgendein Fehler passiert und ganze Generationen davon betroffen sind, ist es schlimm. Kann man Erbkrankheiten damit besiegen? Ja, könnte man.
Aber auch hier würde ich sehr dafür plädieren, dass man ein Moratorium einsetzt und sich überlegt, wann, ab wann darf ich da rangehen? Öffnet es die Tür und Tor für Designerbabys? Vielleicht. Aber man muss halt einfach mit der Gesetzgebung entsprechend verfahren. Zu sagen, oh, das kann man sowieso nicht machen, weil das mir ja sowieso alles gemacht, dann lege ich die Hände in den Schoß und mache gar nichts mehr. Hier die Abschlussfolie CRISPR-Cas, wie es funktioniert und was es kann, sollte man hinzufügen jetzt auch, was es darf. Und meine Meinung dazu ist, wenn Sie CRISPR-Cas und GVO anschauen, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass CRISPR-Cas kein gentechnisch veränderter Organismus ist. Denn Sie müssen mir erklären, wieso ich das hier darf und das hier nicht. Wieso ist das erlaubt mit den vielen Mutationen und das hier nicht? Ansonsten unterscheiden sich die Zellen, die Pflanzen, die Gewebe nicht. In keinem Fall ist irgendeine Auswirkung von irgendeinem Mechanismus, von irgendeiner Maschine, von irgendeinem zusätzlich eingebrachten Gen noch vorhanden. Aber das darf ich, das nicht. Die nächste Frage ist, darf ich Krankheiten heilen? Somatische Eingriffe heißt also in Körperzellen, die nicht weitergegeben werden in der Keimbahn. Darf ich das tun? Meiner Meinung nach ja. Es ist nicht nur ethisch unbedenklich, sondern meiner Meinung nach sogar ethisch angeraten, Leuten, die schwere Krankheiten haben, die selbst entscheiden können, ob sie so eine Therapie durchmachen wollen, wenn sie aufgeklärt sind mit den Risiken, dass man denen dann das zur freien Wahl lässt. Das ist meine Meinung dazu. Darf man CRISPR-Cas in der menschlichen Keimbahn einführen? Das ist sehr fraglich. Natürlich könnte man Erbkrankheiten damit kurieren. Sie wissen, dass es viele Leute gibt, die Erbkrankheiten haben, die wir dadurch kurieren, dass wir ihnen einfach helfen, medizinisch. Glücklicherweise können wir das. Wir verhindern nicht, glücklicherweise, dass diese Leute auch Kinder bekommen. Die haben natürlich ebenfalls diesen Erbdefekt. Auf die Art und Weise wird sich dieser Erbdefekt natürlich in der Bevölkerung weiter fortsetzen. Wir könnten ihn kurieren, wenn wir in die Erbbahn eingreifen, in die Keimbahn. Aber wollen wir das? Und ich bin da sehr skeptisch. Man muss es zumindest bedenken, aber man muss darüber diskutieren. Man muss, und es ist mein letzter Satz, eine gesellschaftliche Diskussion führen. Denn nicht wir Naturwissenschaftler, nicht die Politiker sollen das entscheiden und dürfen das entscheiden, sondern die Gesellschaft. Und eine Gesellschaft soll aber durch ihre Informiertheit und durch die informierte Beurteilung letztlich zu einem Konsens im Idealfall kommen oder zumindest zu einer informierten Meinung, die dann letztlich dazu führt, wie wir mit diesen Risiken und Chancen umgehen. Vielen Dank. Franz, du hättest ja noch einen kleinen Programmpunkt, einen Zusatzinhalt, aber den wollten wir, glaube ich, nur vorstellen, wenn es keine Wortmeldungen gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach diesem Vortrag keine Wortmeldungen gibt. Wer möchte eine Frage stellen oder einen Kommentar loswerden? Ja. Ich wollte wissen, wie denn das konkret aussieht, wenn jemand mit CRISPR-Cas behandelt wird. Was passiert da? Du hast vorhin erzählt, dass ein Patient mit Morbus Hunt, glaube ich, Hunter, ja, behandelt wurde mit CRISPR-Cas. Also ein Morbus Hunter-Patient wurde mit CRISPR-Cas behandelt, ja. Genau. Und was hat man an dem gemacht? Das habe ich versucht zu erklären. Ich kann es gerne nochmal. Das ist dieser Virus. Man nimmt einen Virus, setzt in diesen Virus die Information für das entsprechende Cas-Protein und das GPS-System, diese Guide-RNA, damit es genau an die Stelle jetzt geleitet wird, wo das defekte Gen ist. Diese Abfolge von 20 Buchstaben ist einmalig im Humangenom, wenn es keine Off-Targets gibt. Also irgendwelche fehlgeleiteten Targets eben. Und wenn das an dieser Stelle ankommt, dann wird ein Schnitt gesetzt und ich kann das Kurieren dieses Schnitts so beeinflussen, dass ich die richtige Basenabfolge, die bei den meisten Leuten bei uns im Genom vorhanden ist, dass die wiederhergestellt wird. Und ich kann dann hinterher, wenn ich mir das angucke, kann ich nachschauen, ob in den Leberzellen an dieser Stelle jetzt tatsächlich das Richtige wieder vorhanden ist. Ja, das kann ich relativ einfach machen. Ich muss halt einfach ein paar Leberzellen isolieren. Aber das heißt, dieser Patient erlebt eine Viruserkrankung oder kriegt er davon gar nicht so viel mit?
Ich wollte nur wissen, was für den Patienten. Also die Viruserkrankung erlebt er nicht. Das ist so ähnlich wie bei den Pflanzen, wenn wir die mit Agrobakterien behandeln, dann bekommen die ja auch keine Agrobakterien-Krankheiten. Die entwickeln keine Tumore, weil wir eben dieses Tumorbilden rausschneiden. Wir ersetzen das im Agrobakterium, was normalerweise zum Tumor führt, mit dem, was wir gerne hätten. Und es wird genauso integriert und genauso ist es bei dem Virus. Der Virus, die krankheitserregenden Bestandteile werden aus dem Virus im Prinzip entfernt. Er ist nur noch ein Vehikel, um diese Information reinzuspritzen. Es ist kein Virus, der sich weiter fortpflanzen kann. Ja, zu den Auswirkungen auf den Menschen gibt es eine Nachfrage und ich habe auch noch mehrere andere Wortmeldungen gesehen, kommen alle dran. Ja, und zwar nochmal, das ist ja ein erwachsener Mensch. Das heißt, man müsste doch eigentlich jede einzelne, zumindest Leberzelle, verändern, weil es nützt ja nichts, wenn man es in einer Zelle macht, oder? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. In dem Fall natürlich nicht in einer einzelnen Zelle. Dieser Patient hier wurde, es gab eine Reihe von Patienten wohl, die diesen Morbus Hunter hatten. Also jetzt nicht 100, aber mehr als einen jedenfalls. Und man hat die in verschiedene Gruppen eingeteilt. Man hat welche mit einer hohen Dosis von Viren behandelt. Mit der Gefahr, dass die Viren möglicherweise dann trotzdem auch nicht nur Leber, sondern auch andere Zellen erkennen. Man hat welche mit einer deutlich geringeren Dosis behandelt, mit der Gefahr, dass es möglicherweise wirkungslos ist. Und man hat ihn mit so einer mittleren Dosis behandelt. Jetzt ist es so, dass wenn diese Leberzellen nur, sagen wir mal, nur 20 oder 30% davon das wieder in Ordnung gebracht bekommen, ist immerhin in diesen 20-13% der Abbau von diesem gefährlichen Mukopolysaccharid, von dieser Substanz, im Gange und verhindert eine weitere Anreicherung und führt halt langsam dazu, dass es trotzdem weniger wird. Das ist noch nicht optimal, dem geht es ja auch noch nicht wie einem Gesunden. Aber in dem Fall ist natürlich ein quantitativer Effekt schon wesentlich. Das Problem ist nur, wenn Sie sich jetzt diese AIDS-resistenten Bakterien von He anschauen, die er offensichtlich hergestellt haben will, dort geht es natürlich um einen qualitativen Ausschalten dieses Problems. Und was der gemacht hat, ist, er hat halt bei diesen Zwillingen einen Rezeptor, einen Oberflächenprotein von T-Lymphozyten, die das Ziel von HIV-Virus sind, im Prinzip verändert, zerstört. Dieses Protein ist dort nicht mehr existent. Jetzt ist aber so, dass Lulu und Nana, glaube ich, dass nur eine von diesen, sind zwei Mädchen, dass nur eines von denen das vermutlich komplett zerstört hat. Bei einer ist es so, dass es nur das väterliche Genom und nicht das mütterliche im mütterlichen Genom ist. Das heißt, die Hälfte der Zellen, die gebildet werden, sind immer noch von HIV-Virus befallbar. Bei dem anderen ist es so, bei dem anderen Baby, soweit man die Hinweise kennt, ist es so, dass das zwar im einen Fall komplett ausgeschaltet ist, in einem Genom, im väterlichen beispielsweise, im mütterlichen ist es aber nicht von der ersten Zelle an ausgeschaltet, sondern nur ab der dritten oder vierten. Das heißt, bevor sich die Zelle zum ersten Mal teilen konnte, waren schon ein paar, die dieses kranke, oder nicht kranke, sondern diesen Oberflächenrezeptor noch besitzen. Das heißt, es ist ein sogenanntes Mosaik. Da ist vielleicht nur jede zweite oder dritte Zelle, die aus diesem, Erbgut der Mutter zum Beispiel den Oberflächenrezeptor schöpft, betroffen. Das heißt, auch das ist nicht komplett HIV-resistent, möglicherweise. Und dazu kommt, erstens weiß man gar nicht genau noch, wozu dieser Oberflächenrezeptor sonst noch gut ist. Man nimmt den einfach weg und geht davon aus, das ist irgendwie so ein Witz der Evolution, der einfach da ist. Man weiß es nicht genau. Man weiß im Gegenteil, dass der gegen den Westnile-Virus Resistenz vermittelt. Es ist also besser, den für eine andere Virussorte zu haben, weil die T-Zellen ihn dann dadurch erkennen. Wenn er jetzt weg ist, habe ich möglicherweise gegen irgendwelche anderen Krankheiten ein Problem. Vielleicht ist das ja das kleinere Übel. Ja, zu sagen, das ist irgendwas, das kommt bei uns sowieso nicht mehr vor. Das ist nur, wenn ich irgendwo in einem bestimmten Gebiet der Welt unterwegs bin, dann habe ich möglicherweise einen Krankheitserreger. Trotzdem ist es wesentlich, das zu wissen, meiner Meinung nach, bevor ich sowas mache. Ja, weitere Wortmeldungen, wobei ich dazu sage, heute wird ja mal wieder gefilmt. Wer also nicht vorkommen möchte in der Aufzeichnung, kann uns das sagen. Und dann wird er natürlich rausgeschnitten, nicht mit CRISPR-Cas, sondern mit anderen Schneidetechniken. Wer war die Nächste? Ich sehe hier zwei. Ich fange mal bei der Dame an. Ich würde interessieren, wie weit denn dieser Mais, Genmais, wurde ja
vor Jahren schon ausgebracht. Und die Frage steht im Raum, oder die Angst der Menschen, das, was Sie vorhin angesprochen haben, wie weit ist denn erforscht, dass zum Beispiel das, was wir essen an veränderten Genen, Produkten, ja, wie weit ist es für die Zukunft, für den Menschen dann mit Nebenwirkungen behaftet? Denn wir haben ja in der Urzeit normal Mais, weiß ich was, gegessen und der menschliche Organismus hat das vertragen. Wie weit ist erforscht oder wie weit kann man voraussagen, dass es irgendwelche Nebenwirkungen in den nächsten Jahren, Generationen sein könnte? Ja, das ist eine Frage, die jetzt nicht direkt mit CRISPR-Cas zu tun hat, weil CRISPR-Cas-Pflanzen ja keine Veränderungen zeigen. Dort kann man das im Prinzip ausschließen, weil es keine Nebenwirkungen gibt. Wenn Sie ein Gen so verändern, wie es in der Natur durch eine einzelne Mutation ebenfalls geschehen wäre und keine weiteren Gene eingebracht haben, wie es bei diesem Gen meist zum Teil der Fall ist, müssen Sie sich über die Produkte von irgendwelchen anderen fremden Genen keine Sorgen machen. Und es wird vermutlich mit der Zeit auch passieren, dass man diese Sorten ersetzt durch solche, wo erst gar nichts mehr drin ist. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich bin da in dieser Pflanzengentechnologie in diesem Fall nicht so firm. Aber Sie dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir Menschen haben die längere Zeit unserer Existenz als Homo sapiens gar keinen Mais gegessen. Das Essen von Stärke ist was unser Organismus noch gar nicht so zur vollen Gänze eigentlich verarbeitet hat. Also dass wir irgendwann mal Getreide angebaut haben und uns vor allen Dingen von Stärke ernähren, mag natürlich dazu beigetragen haben, dass durch Sesshaftigkeit und durch die Verbreitung des Menschen und durch die Populationsgröße ist das nicht gerechtfertigt. Nur waren wir eigentlich Jäger und Sammler und unser Organismus hat sich noch nicht hundertprozentig darauf angepasst. Also wenn Sie jetzt sagen, der veränderte Mais macht uns Schaden, würde ich sagen, vielleicht ist der Mais an sich etwas, was uns auch mit Übergewicht und sowas ein Problem macht. Nicht, dass ich sagen würde, essen Sie keinen Mais mehr, aber ich sage nur, das ist ein anderes Problem. Dazu kommt, dass Sie seit 20 Jahren angewandte Gentechnologie haben. Soja, Mais, Reis und viele andere. Es gibt keinen Fall, wo irgendjemand sagen könnte, aufgrund des Essens von Genmais ist irgendjemand jetzt zu Schaden gekommen oder es gibt irgendeinen Krankheitsfall oder auch nur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Viren oder irgendetwas. Es gibt nichts. Dieses Experiment sind seit 20 Jahren, das sind eine Generation immerhin. Ja? Die Frage ist, welche Studien, das heißt, wir müssen mehr Studien machen, wir müssen mehr erforschen. Wie lange wollen Sie das erforschen? Wollen Sie 2, 3, 4 Generationen das erforschen? Der Punkt ist wieder, man kann es natürlich nicht ausschließen. Aber was können Sie schon ausschließen? Ja, es ist, man muss halt vernünftig, was ist vernünftig anzunehmen, was es für Probleme geben könnte? Und Ihre Bedenken sind natürlich die Bedenken vieler Leute und die sind auch durchaus gerechtfertigt, nur müssen Sie sich halt selber vielleicht fragen, wie statistisch oder wie vernünftig sind diese Bedenken, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute diesen Mais schon gegessen haben, über viele, viele, viele Jahre und über ja, jetzt mittlerweile auch schon Kinder, die damit gefüttert wurden. Ja, deshalb würde ich sagen, die Gesundheitsprobleme sind bei diesem Mais nicht erkennbar, seit vielen Jahrzehnten. Ja, Sie haben sich auch gemeldet. Ja, ich habe insgesamt 2 Fragen. Eine Frage, spielen nicht auch epigenetische Vorgänge letzten Endes eine Rolle bei der Anpassung von Organismen an Umweltverhältnisse? Und zweitens, lässt sich mit dieser Genschere auch das Lebensalter von Organismen verlängern, indem ich beispielsweise in dem Bereich der Telomere, Telomerase in diesem Bereich eingreife? Zumindest besteht hier eine theoretische Möglichkeit. Ja, vielen Dank für die Frage. Der erste Punkt ist die Epigenetik. Also das ist der Bereich für Leute, die es nicht wissen, Epi, also über, das heißt, das sind Sachen, die nicht vererbt werden nach Mendel, sondern das sind Vererbungsprozesse, die damit zusammenhängen, dass die Weitergabe von zum Teil Veränderungen des Erbguts oder Erfahrungen des Organismus auf die nächste Generation oder von Zelle zu Zelle stattfinden, außerhalb des Erbguts. Um eins vorwegzunehmen, Epigenetik ist jetzt nicht so was Seltsames und Rätselhaftes, denn Epigenetik ist im Prinzip die gesamte Anpassung. Jedes Mal, wenn wir uns an irgendetwas anpassen, dann passt sich nicht unser Erbgut an das an, sondern wir passen uns an aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit verschiedener Gene, verschiedener Enzyme, verschiedener Reaktionen unseres Erbguts. Das ist im Prinzip auch Epigenetik. Und dass das auch weitergegeben werden kann, ist durchaus natürlich etwas Neues. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Verpackungseinheiten der Erbsubstanz dadurch geändert werden können und dann manche Gene abgelesen werden oder nicht.
Wenn Sie sagen, dass die Anpassung an Umwelt wichtig ist, dann ist es nicht unbedingt direkt als klassische Epigenetik zu sehen, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Pflanzen werden sich an die Umwelt anpassen und je nachdem, welches Gen ich verändere, wird es entsprechend der Umweltverhältnisse mehr oder weniger stark dann hinterher beeinflusst sein. Deshalb ist es natürlich vielleicht in erster Linie wichtig, erstmal Pflanzen zu haben, die optimal angepasst sind, um zu schauen, ob die nicht sowieso schon besser sind als das, was ich haben möchte. Ich möchte dazu auch nochmal gleich eine Lanze dafür brechen, dass es wichtig ist, dass wir natürlich Sorten, die Sortenvielfalt bewahren. Gentechnologie hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, es reicht, wenn wir eine Sorte haben und an der schneidern wir dann alles so hin, dass wir es brauchen können. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Gentechnologie kann auch nur dort eingreifen, wo es halt besonders wichtig und sinnvoll ist. Wenn wir mehr Sorten hätten, die von vornherein resistent gegenüber Krankheiten und Pflanzen, Schädlingen und so weiter sind, dann würde sich auch der Einsatz technologischer Methoden verringern. Aber die natürliche Züchtung ist das Problem. Durch natürliche Züchtung haben wir häufig aus unseren Kultursorten Resistenzen gegenüber Pilzen, bei der Kartoffel zum Beispiel, oder gegenüber Hitzeresistenz oder Wasserüberflutung und so weiter, rausgekreuzt, unwissentlich. Und mit einer Mal stellen wir fest, ups, unsere Kartoffel ist ja plötzlich gar nicht mehr gegen diesen Schädling irgendwie resistent. Der zweite Teil Ihrer Frage war die Telomere. Ja, natürlich wäre das denkbar, aber meines Wissens gibt es so ein Projekt mittlerweile nicht, aber vielleicht kommt ja jemand jetzt drauf. Melden Sie sich, wenn jemand draufkommt, vielleicht kriegen Sie ein Patent oder einen Teil zumindest davon für die Idee. Natürlich ist die Verlängerung des Lebens hat was, wie Sie richtig sagen, mit den Telomeren zu tun, die sich bei Zellteilung immer mehr verkürzen. Das sind also an den Teile der Chromosomen, die immer kürzer werden. Man könnte die Telomerase jetzt zum Beispiel, was ja schon gemacht wurde, könnte man versuchen, die Telomerase zu pushen, indem man die vielleicht verstärkt exprimiert durch einen Eingriff in diese Regulatorbereiche, wäre denkbar. Direkt an den Telomeren was zu machen, ist eher schwierig. Man könnte natürlich sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach dieses System, wo man einen Schnitt setzen und dann neue DNA einfügen und fügen dann ein Stück Telomer ein, dann ist es wieder länger. Ja, und dann warten wir mal, bis es nach ein paar Zellteilungen wieder abgeknabbert ist, dann setzt man wieder eins eins, dann wird es wieder länger. Ich möchte dazu nur zu bedenken geben, dass es natürlich ein Problem ist zu glauben, dass Altern sich auf die Telomerlänge beschränkt. Ja, da gibt es viele andere Prozesse, die zusammenwirken und die Telomerlänge ist ja nicht sowas, was die Evolution uns eingesetzt und hat gesagt, der Organismus ist möglicherweise, lebt ja ewig, da schauen wir jetzt mal, dass wir mit den Telomeren irgendwie rumtun, damit der möglichst dann auch mal zu Ende kommt. Sondern es sind ja eine Vielzahl von Prozessen, die das Altern bestimmen. Und nur an den Telomeren zu spielen, ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Ja, ich sehe weitere Wortmeldungen. Übrigens wird das Buffet bald abgeräumt. Letzte Chance, aber die Fragen sind spannender, das sehe ich auch so. Danke. Wenn eine Erbkrankheit von mehreren Genen kodiert wird, gibt es da auch die Chance, dass man diese Methode einsetzt und wird daran schon geforscht? Beides ja. Es hängt immer davon ab, wie diese Erbkrankheit kodiert, ist nicht richtig, aber was der Hintergrund ist. In vielen Fällen sind solche Erbkrankheiten dadurch bestimmt, dass sie eben an einer spezifischen Stelle einen Ausfall haben, einen veränderten Buchstaben zum Beispiel oder einen Abbruch. Sowas kann man korrigieren. Es gibt jetzt ein System, wenn Sie sagen, dass mehrere solcher zusammenspielen müssen, die unter Umständen nicht nur die beiden sind, die auf den gleichen Teilen des mütterlichen und väterlichen Erbguts sind, wo ich beide natürlich dann ändern muss. Es könnte ja sein, dass es ein weiteres oder sogar ein drittes Gen ist. Das kann man aber machen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, nicht nur eine dieser Target-Sequenzen einzuschleusen, sondern mehrere. Das heißt, ich könnte in einem Stück natürlich auch an zwei weiteren Stellen so einen Schnitt durchführen und dann darauf hoffen, dass bei der Reparatur hier der entsprechende Fehler wieder aufgehoben wird oder dass ich so Matrizen reingebe, die dann dort mit eingebaut werden, um dann letztlich den Urzustand oder den gesunden Zustand wiederherzustellen, auch in zwei weiteren. Der Punkt ist nur, ich muss das halt irgendwie überprüfen. Und bei Pflanzen ist sowas relativ einfach, weil ich dort halt verschiedene Individuen habe und die schaue ich mir an. Beim Menschen habe ich halt nur ein Individuum und bei diesem einen Individuum muss ich jetzt gucken, habe ich diese drei gleichzeitig an den richtigen Stellen verändert. Wir sind im Moment sicherlich noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir machen das und wir haben eine 90-prozentige Erfolgschance, sodass ich dann hinterher wenigstens bei drei Genen auf 50% Erfolgschance komme. Selbst wenn es so wäre, 50%
1% ist natürlich nicht viel bei einem einzelnen Individuum. Ja? Ich kann nicht sagen, okay, machen wir es mal bei 20, wenn es 5 packen, haben wir Glück gehabt. Deshalb, es ist theoretisch denkbar, man denkt auch an sowas und es wird sich sicherlich verbessern, weil wir die Genscheren weiter verbessern. Aber im Moment ist der Einsatz halt eher noch experimentell. Aber ich denke auch durchaus zulässig, wenn es sich um Individuen handelt, die das frei entscheiden können, die sagen, okay, ich möchte gerne so eine Behandlung, weil mein Zustand im Moment unerträglich ist, weil meine Lebenserwartung sehr gering ist beispielsweise, dann finde ich das durchaus zulässig, auch wenn es im Moment noch sehr experimentell ist. So, die nächste Wortmeldung war hier. Mich würde mal interessieren, wie findet man eigentlich heraus, an welcher Stelle im DNA-Strang welche Eigenschaft sitzt? Und zweite Frage, Sie sagen so einfach, wir schneiden das dann heraus. Wie sieht das denn praktisch aus? Passiert das wahrscheinlich nicht unter Mikroskop? Oder wie macht man so etwas eigentlich? Die zweite Frage zuerst. Oder fangen wir mit der ersten an. Woher weiß ich, welche Funktion wo auf der DNA sitzt? Mittlerweile sind wir in der Lage, auch ein menschliches Genom ziemlich schnell durchzusequenzieren. Vor 20 Jahren, wenn wir gesagt hätten, der ist krank, wir wissen nicht, wo die Krankheit sitzt, sequenzieren wir doch mal das Genom durch und schauen, ob wir irgendwo eine Veränderung finden. Ja? Da hätten sich die Leute auf die Schenkel geklatscht und wären in Tränen ausgebrochen vor Lachen, weil sie gesagt haben, okay, die nächsten 3 Jahre können wir jetzt da ein paar hunderttausend Euro dafür verwenden. Mittlerweile geht es, Sie wissen, Sie können, wenn Sie möchten, Ihr DNA irgendwo hinschicken, das kriegen Sie innerhalb von einer Woche zurück und kostet $1,000 oder irgendwas, keine Ahnung. Wenn man also zum Beispiel das menschliche Erbgut durchsequenziert, dann hat man über lange Vorarbeiten bestimmte Buchstabenabfolgen, also bestimmte Informationen dekodiert, indem man nachgeguckt hat, was für ein Protein wird daraus. Und dann weiß ich, okay, diese Abfolge mit diesen Aminosäuren, Alanin, Glycin, Alanin, Glutamat und so weiter, denken Sie sich 200 weitere Stück, wenn irgendwas so ähnlich ist wie diese Abfolge, dann hat es wahrscheinlich den gleichen Zweck. Und dann überprüft man das und stellt fest, es hat tatsächlich den gleichen Zweck. Oder man überprüft es und stellt fest, nee, das ist jetzt kein Transporter für Kochsalz, sondern das ist ein Transporter für Kaliumchlorid und nicht für Natriumchlorid. Und dann stellt man fest, man erweitert das und stellt fest, okay, jetzt guckt man nächstes Mal nach, wenn irgendwas ähnlicher ausschaut als das, dann ist es vielleicht eher das. Und auf die Art und Weise kann man sich hinterher das zusammensetzen. Und es gibt auch im menschlichen Genom immer noch ein paar Bereiche, wo wir wissen, das ist offensichtlich eine Genfunktion, wir wissen aber nicht, wozu das gut sein soll. Ja, das gibt es auch. Das heißt, da sind wir immer noch am Forschen. Und auf die Art und Weise kann man sich sowas dann zurechtpuzzeln. Die Frage, woher weiß ich das hinterher? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich es Ihnen beschrieben habe, wenn wir bei uns in unserem Arabidopsis irgendwie das ins Erbgut einbauen und dann weiß ich aber nicht, wo das im Erbgut ist. Weil ich die Sequenz kenne, die Buchstabenabfolge von dem, was ich da habe, kann ich mir im Prinzip diese DNA, diese Gesamt-DNA von Arabidopsis kleinschneiden und dann über eine Reaktion, die Polymerase-Kettenreaktion heißt, die es auch erst seit 20 Jahren gibt, über das Wissen der Information kann ich mir kleine Stücke schneiden, zwischen denen die DNA dann amplifiziert wird. Also ich lasse mir kleine Abfolgen von Basenpaaren synthetisieren, bringe die dort ein und da gibt es ein bestimmtes Enzym, das zwischen diesen beiden immer hin und her synthetisiert und das amplifiziert und vervielfältigt. So funktioniert auch der Vaterschaftstest, so funktionieren irgendwelche Genspuren, die Sie bei CSI immer sehen, wenn die Leute das dann auf dem Gel auftragen oder wenn sie es irgendwo, DNA-Spuren irgendwo finden beim Tatort und so weiter. Das geht alles über diese sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Das können wir relativ einfach machen und die ist sehr sensibel und sehr, sehr empfindlich, sonst würden Sie das nicht jede Woche viermal bei CSI sehen. Also das ist eine Standardtechnik geworden in den Laboren. Ich habe weitere Wortmeldungen gesehen. Waren Sie das? Wahrscheinlich waren Sie das. Ja, eine kurze Frage. Wir haben ja gesehen, dass dieser Patient mit Hunter-Syndrom, dass er mit Viren behandelt wurde. Wie aufwendig ist die Konstruktion solcher modifizierter Viren? Dauert es Wochen, Monate? Wie viel muss ich davon herstellen? 1 Milliarde, 10 Milliarden, 100 Milliarden? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mediziner. Die Anwendung, also die experimentelle Anwendung kenne ich nicht, habe ich nie mitgemacht. Es wird sicherlich so sein, dass Sie mit der Anzahl irgendwo im mehreren Milliardenbereich sein werden.
Die Herstellung dürfte jetzt nicht so großartig problematisch sein, weil wir solche Viren ja mittlerweile durchaus handeln können, also auch in der tierischen Genetik und in der tierischen Forschung. Und es wird bei den Medizinern nicht anders sein. Aber bevor ich da jetzt spekuliere, muss ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Letztlich ist die Frage nach, wie aufwendig das ist, natürlich einerseits wichtig, aber andererseits ist es natürlich, wenn ich einen Menschen behandle oder fürs Menschenleben, ist die, wie aufwendig das auch immer sein mag, ist vielleicht nicht so entscheidend. Und es bedarf ja keiner großartigen Mittel. Es bedarf halt nur Arbeitszeit und ein paar Laborgeräte, die man in so einem biochemischen oder molekulargenetischen Labor natürlich haben sollte. Ja? Weitere Wortmeldungen? Ja. Sie kommen anschließend dran. Also ich habe mich gefragt, wie das dann funktionieren könnte, wenn man sich überhaupt vorstellt. Zum Beispiel ist ja die Rot-Grün-Blindheit irgendwie ganz gut bekannt, wie die genetisch verankert ist. Ich bin selber betroffen davon und wenn ich mir jetzt vorstelle, also man wüsste, wie das geht, ja, wie geht denn das dann, wenn ich jetzt sage, ich will gerne das ausgetauscht haben, richtiges Rot-Grün-Sehen verursachen, was machen die dann mit mir? Ich habe ja lebenslang gelernt und da drin sind lauter solche Zellen, die können es nicht. Welche Zellen können es dann? Und muss man vielleicht erst 3 Generationen warten, bevor das vergangen ist oder so? Ja, also Rot-Grün-Blindheit ist eine X-chromosomal-rezessive Krankheit. Also der Punkt ist, Sie haben es von Ihrer Mutter. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich. Also nicht, dass Sie Ihre Mutter jetzt verantwortlich machen. Ihr Vater war wahrscheinlich nicht rot-grün-blind. Das ist eher Zufall. Der Punkt ist, es ist X-Chromosomal. Sie haben Geschlechtschromosomen und wenn Sie als Mann haben Sie X und Y und auf dem X-Chromosom, von dem Frauen 2 haben und wo wir noch eines haben, ist dieses Problem. Es ist, ja, das ist selten. Weil es selten ist, dass eine Frau 2 X-Chromosomen mit dem Defekt hat. Ja, deshalb sind die meisten Erbkrankheiten auch selten. Das auszutauschen ist natürlich, ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Mutation wirklich ausschaut, ob das wirklich ein Einzelbuchstabenaustausch wäre, sodass wir sie jetzt behandeln könnten mit CRISPR-Cas. Genau, die Frage ist, was nützt es? Erstens, wo sollten wir das behandeln? Man müsste das ja im Auge behandeln. Aber wie wollen Sie an die Augenrezeptoren, die sich ja auch jetzt nicht so rasend schnell teilen, und wie kriegen Sie dort irgendwie ein Virus oder was hin? Gibt es ein Augenrezeptor-Virus? Meines Wissens nein. Es gibt für Leber Möglichkeiten, aber nicht für die Augen. Dazu kommt, wenn Sie Ihr Leben lang jetzt Rot-Grün-Schwäche oder Rot-Grün-Blindheit haben, dann wird es für Sie, selbst wenn Sie diese Rezeptoren jetzt reaktivieren könnten, dann wäre es für Sie möglicherweise ein Problem, das zu verarbeiten. Ja, es gibt Leute, die zum Beispiel blind geboren wurden und denen haben wir dann, weil in der Netzhaut ein Problem ist, die Weiterleitung von der Netzhaut ins Gehirn. Wenn man das durch einen kleinen Chip ersetzt und die Leute dazu bringt, das jetzt wieder sehen zu können, dann haben die Leute keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu verarbeiten, weil das Sehzentrum und auch die Farbwahrnehmung und die Bewegungswahrnehmung und so weiter sich in unserer Kindheit entwickelt hat. Das Gehirn passt sich dem Input an. Das, was reinkommt, muss von dem Gehirn verarbeitet werden. Wenn Sie diese Verarbeitung nicht haben, kann sich das Gehirn an nichts anpassen. Und wenn Sie jetzt plötzlich das Gehirn mit Reizen überfluten, zu einem Zeitpunkt, wo das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, diese Flexibilität aufzubringen, um sich anzupassen, haben Sie ein Problem. Ja, und es gibt Leute, die dann gesagt haben, nehmt mir den Chip wieder raus. Ich habe da irgendwelche Infos, ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, deshalb, möglicherweise könnten Sie Rot-Grün, ich weiß es nicht, aber könnte sein, dass Sie da Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten. Gut, wir sind schon im Bereich der medizinischen Einzelfallberatung angelangt. hier hinten gab es noch eine Wortmeldung. Sie waren das. Vielleicht ist das sehr prosaisch, aber ich würde mich sehr interessieren, wer finanziert die Forschung und wie weit ist da die Verquickung, wenn man nach ethischen, oder Sie haben da vorne auch Ängste mit aufgeführt, die Ängste, dass das Kapital dafür sorgt, dass die Forschung eben in diese Richtung und nicht in die andere geht und die Ethik und so weiter und so weiter. Das haben wir ja heute schon auf der Welt sehr vielfach. Und wie weit ist das in Ihrer Forschung?
Ja, Sie konnten es nicht lesen da hinten und ich konnte es hier vorne kaum lesen. Als ich Ihnen gesagt habe, wie viele von diesen Anträgen es eigentlich gibt für die veränderten Pflanzen. Und da stand immer dahinter, wer das denn macht, welche Firmen. Und da stand in den seltensten Fällen, stand jetzt da zum Beispiel Bayer oder Monsanto oder BASF. Es sind eher kleine Firmen, Privatfirmen, die sowas entwickeln und die das dann zum Patent anmelden und letztlich dann auch verkaufen, zum Teil an große Saatgutfirmen, zum Teil aber auch selber dann über die Patente vermarkten. Der Punkt ist, dass es natürlich dort gemacht wird, wo es interessant ist. Ich habe Ihnen dieses Hunter-Syndrom, da haben Sie 4 bis 5 Fälle pro Jahr in Deutschland. Da ist natürlich das jetzt schwierig für eine Firma, sich dort draufzusetzen und dort Millionen zu investieren. Es ist ja nicht ganz billig, sowas zu machen, denn das wird nachher, die Leute, die sind ja alle börsennotiert und die Shareholder Value, die werden Ihnen sagen, ihr seid ja irre, wir forschen jetzt da 2 Millionen, jetzt können wir Morbus Hunter kurieren und kriegen dafür vielleicht 100.000 oder 200.000 im Jahr zurück. Ja, natürlich haben Sie recht. Es wird natürlich in eine bestimmte Richtung gehen, dahin, wo es auch sinnvoll ist. Andererseits müssen wir natürlich sagen, das ist ja nicht zuletzt in unserem Interesse, weil der Verbraucher ist ja das, wonach sich die Firmen richten. Es sind ja in den seltensten Fällen die Firmen, sowas mag schon geben, aber bei der Nahrungsmittelindustrie eher nicht. Es sind in den seltensten Fällen die Firmen, die uns sagen, wir machen jetzt das und ihr kauft das gefälligst, weil das toll ist. Sondern wir Verbraucher fragen dem ja auch nach. Wir wollen ja günstigen Soja haben, wir wollen günstige Nahrungsmittel, schmackhafte Nahrungsmittel, leider viel zu wenig, aber günstige zum Beispiel viel und so weiter. Wenn Sie jetzt, Sie haben nicht direkt danach gefragt, aber also wie gesagt, zum einen gebe ich Ihnen recht. Zum anderen ist es so, dass dieses Verbot von CRISPR-Cas-Pflanzen, dass der Anbau freigegeben wird und das unter das GVO-Gesetz in Europa fällt, sind wir in Europa eine Insel. Ja, das ist wirklich überall außenrum, ist es nicht so. Das Problem dabei ist, dass das genau zu so einer Monopolisierung beiträgt. Es hilft dem ja nicht. Es trägt der Monopolisierung bei, weil ich dadurch verhindere, dass kleinere Firmen in der Lage sind, sich so eine CRISPR-Cas-Möglichkeit zu überlegen. Kreative Leute, die sagen, wie können wir denn sowas machen? Machen wir mal einfach 3 verschiedene, kurieren wir 3 verschiedene Sachen gleichzeitig. Machen wir mal die Pflanze, die so und so ausschaut. Das ist nicht mehr möglich, weil diese Leute können das nicht mehr im Internet vermarkten, weil sie nicht in der Lage sind, als keine multinationalen Firmen sind, weil sie zu wenig Geld haben, diese ganzen GVO-Prozesse durchlaufen zu lassen und dann die Chance haben, dass vielleicht in 20 Jahren das mal anbauen dürfen. Das heißt, dieses Verbot ist kontraproduktiv, wenn es darum geht, eine Monopolisierung zu verhindern. Die großen Firmen, das würden sich natürlich auch freuen, wenn sie sagen, okay, jetzt können wir das in Deutschland ohne das GVO-Gesetz anpflanzen. Aber die sind natürlich ganz anders drauf. Die haben natürlich Verbindungen, das sind meistens Großkonzerne, die weltweit agieren. Und die können sich vor allem auch leisten, diese ganzen GVO-Bestimmungen zu durchlaufen. Ja? Ich hoffe, ich habe das wenigstens einigermaßen beantwortet. Mhm. Dankeschön. Ich meine, es war noch eine Frage auf der Empore, genau. Sie meinten ja gerade, dass es mittlerweile möglich ist, dass man sich individuell sein Erbgut entschlüsseln lassen kann. Und bei sowas würde ja unter Umständen dann auch auffallen, dass man die Veranlagung für eine bestimmte Krankheit hat, ohne dass sie ja bereits ausgebrochen ist oder zu wissen, ob sie ausbricht oder nicht. Was halten Sie davon, in solchen Fällen CRISPR präventiv zu nutzen? Also dass man, sobald man sieht, da ist ein Fehler da, da ist eine Veranlagung für eine Erkrankung da, dass man hier dann ansetzt und schon von vornherein die Gefahr beseitigt. Ja, ist eine sehr gute Frage. Denn insbesondere jetzt nicht nur, wenn man einfach durch Zufall sein Erbgut mal analysieren lässt und plötzlich feststellt, da gibt es ja dann auch entsprechende Informationen dazu, was welches Gen ist und wo es irgendwelche Probleme gibt, können Sie ja mit dazu dann kaufen. Es geht ja darum, dass viele Leute, die aus einer Familie kommen, wo diese Erbkrankheit zum Beispiel durchaus im Umlauf ist, dass man sagt, okay, wir möchten nachschauen, ob unsere Kinder oder ein Kind diese Veranlagung zu dieser Krankheit besitzt oder nicht. Und dann kann man das natürlich machen und dann stellt man fest, möglicherweise, und das kann man dann sehr spezifisch machen, da muss ich gar nicht das Gesamtgenom durchforsten und durchsequenzieren, und dann stelle ich fest, okay, das ist tatsächlich so.
dann ist die Frage, was mache ich? Speziell, wenn das jetzt Ihr Kind zum Beispiel ist, ja, und Sie sagen, okay, wir testen jetzt einfach mal die Wahrscheinlichkeiten. Beispielsweise gibt es, Sie wissen es vielleicht, es gibt ein Gen für Brustkrebs. Von dem können Sie davon ausgehen, dass dieses Gen zu 100% irgendwann zu Brustkrebs führen wird. Das kann aber sein, dass das halt erst sehr spät ist, vielleicht erst mit 70 oder 80. Aber wenn Sie, je älter Sie werden, umso größer, wenn Sie es noch nicht hatten, ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist der Grund, warum sich Angelina Jolie beide Brüste hat amputieren lassen. Da ist natürlich die Frage, wenn man sowas, wie es bei dem Brustkrebs gehen ist, weiß ich nicht. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, sowas mit CRISPR-Cas zu kurieren oder wie auch immer, dann ist es, denke ich, wiederum die Entscheidung desjenigen oder derjenigen, der davon betroffen ist. Ich muss die Alternativen aufzeigen, ich muss die Gefahren und Risiken aufzeigen. Und dann sollte durch eine in Zusammenhang mit einer guten Beratung, das eine medizinische Beratung, das aber auch eine psychologische Beratung sein kann, eine Entscheidung stattfinden. Es ist manchmal vielleicht nicht so hilfreich zu sagen, ich warte, bis es ausgebrochen ist und dann machen wir schnell mal was, denn dann ist möglicherweise, kommt es zu spät oder ich habe mein Leben lang damit zu kämpfen. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich es am Individuum mache, sowieso mein Leben lang damit zu kämpfen, weil das nicht zu 100% so einfach auszuradieren ist in einem erwachsenen Menschen oder auch in einem Kind. Aber trotzdem sollte die Chance bestehen, das zu machen. Nur, man darf sich vielleicht nicht nur den Medizinern dann anvertrauen, sondern man sollte vielleicht auch mit irgendwelchen Leuten sprechen, die, wie gesagt, psychologische Beratung geben, um zu sagen, wie gehe ich dann damit um, wenn ich die Krankheit habe und so weiter. Ja, und aus diesem gesamten Kontext heraus sollte man dann den Leuten die Entscheidung überlassen. Das ist meine Idee dazu. Ja, meine Damen und Herren, die Fragen sind spannend und die medizinethischen Aspekte werden uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Gleichwohl müssen wir für heute zeitlich zu Ende kommen. Ich tue das mit einem ganz herzlichen Dank an Dr. Franz Klebel. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.